Jetzt müsste es laufen. Ja. Du hast letztens gezeigt, die arithmetischen Spielereien von der Itzhak-Luria-Akademie und was damit verbunden ist. Was die alles mit den Zahlen gemacht haben, wie die da in die Details gegangen sind. Und obwohl ich ein Zahlentyp bin und mich das eigentlich anmachen müsste, aber ich habe innerlich den Abgleich gehabt zu der Holo-Arithmetik, da ist keine Verbindung, das steht einfach da. Das ist wirklich nur Hirnwichserei. Wenn man das aber in Verbindung mit der Tora sieht, dann hat das eine ganz andere Dimension, eine sinnvolle Dimension. Ich gehe da mal noch mal ganz drauf ein. Ich habe das zwar alles angesprochen, das was ist das Wesentliche? Man muss das mal sich klar machen, dass alles, was ich erzähle, erzähle ich einzig und allein den Geist, der sich jetzt dieses Gespräch anhört. Man muss überwunden, ich kann das vor jedes Selbstgespräch nur hindern, das ist ein komplett anderer Bereich. Es ist weder eine esoterische, noch eine religiöse, noch irgendeine naturwissenschaftliche Spinnerei, eine Hirnwichserei, die Vorstellungen aufbaut. Wer schaut sich diese Vorstellungen an, die er sich selber ausdenkt? Der ist nichts mehr Ausgedachtes. Da müsste man jetzt zum Beispiel, die Wissenschaft ist ja, in wissenschaftlichen Schriften ist alles beschrieben, aber so zerdacht und immer im Hintergrund mit dieser materialistischen Weltvorstellung, dass unabhängig von dir da außen eine Welt existiert, mit der du nichts zu tun hast. Damit bleibt dir das Göttliche in dir, dass du letztendlich selbst bist, vollkommen verborgen. Wir machen hier keine Esoterik. Ich kann nur sagen, Holofeeling beschäftigt sich mit dem, was hundertprozentig sicher ist. Und da ist ein konstanter Parameter, der immer gleich bleibt. Das bist du selbst, du Geist, den ich jetzt anspreche. Und ich sage jetzt, du Geist, sage ich nochmal rot geschrieben, das heißt, rot steht für etwas, was nicht existieren kann. Das ist die Grundvoraussetzung für ewiges Dasein, erfordert, dass das nicht existent ist. Weil alles, was existiert, existiere, heraustritt aus dem Ewigen. Und jetzt müsste man das Wort ewig, müsste man jetzt schon wieder rot schreiben, weil eine ausgedachte Ewigkeit schon wieder eine Vorstellung ist. Eine existierende Vorstellung von Ewigkeit ist was Vergängliches, weil die existierende Vorstellung von Ewigkeit in dem Augenblick zerstört wird, wo du sie nicht mehr denkst. Ganz genau. Es ist extrem simpel, aber für dich, Geist, absolut wichtig, wie ich dich. Wie ich dich im Hebräisiert im Mittelpunkt. Immer sein in diesem Mittelpunkt, aus dem alles entspringt. Das heißt, du bist eigentlich der Urknall, bevor er geknallt hat. Mhm. Und in dem Moment, wo er knallt, ändert sich an den Urknall überhaupt nichts, es ändert sich nur die Peripherie. Das sind meine 200 Gramm rote Gnede. Ich bin da in 1000 Variationen drauf eingegangen und wenn du jetzt relativ dich noch nicht mit Holofeeling auseinandergesetzt hast, achte immer auf meine Worte, die sind ganz, ganz wichtig. Dann kann ich jetzt nur in deiner normalen Wortauslegungsvorstellung sagen, dass jetzt du mit Worten konfrontiert wirst, die bauen Vorstellungen in dir auf. Und wenn ich jetzt so meine alten Hasen, wie ich das nenne, Hase ist Dachtraum, es geht nicht um die Personen, die du jetzt eventuell bekannter oder unbekannterweise dir vorstellst. Ob ich jetzt auch die Donis oder die Fettings. Es ist definitiv so, dass das zuerst einmal hier die Helene Lehrer sind, im Ruhestand, alle Mitte 70 gehen auf die 80 zu, die seit fast einem Vierteljahrhundert sich intensiv mit Holofeeling auseinandersetzen innerlich, was da eigentlich gelehrt wird. Und die müssen sich jetzt eingestehen, dass jeder einzelne Satz kindgerecht, prinzipiell von jedem Kind, ich sage mal, vor jedem 13-Jährigen verstanden werden kann. Und es ist ein extremes Erstaunen für den Geist, wenn er dann erkennt, sich selber eingestehen muss, wieso habe ich jetzt eigentlich über 20 Jahre gebraucht, um diesen einfachen deutschen Satz zu verstehen. Ich sage immer, was ist da in mir drin, dass ich so massiv weigere, das zu akzeptieren, was hundertprozentig sicher ist. Das beginnt in dem Moment, dass ich sage, es gibt keine Möglichkeit, dass du an dich selbst denkst, an dem, der sich alles ausdenkt, ohne dich zu einem Gedanken von dir selbst zu machen. Das ist, man muss verstanden haben, was das Wort Existenz bedeutet. Und Holofeeling hat zwei Seiten. Das ist einmal diese extrem einfachen Sätze, die mit Sicherheit hier Unmenge, Holger teilt mir gerade mit, ich rede jetzt wieder normal, ich sage das ganz bewusst, dass ich sage, ich rede jetzt wieder in dieser Basic-Logik, mit der du normalerweise arbeitest, was
das Wissen deiner Welt ist, das die Naturwissenschaft, das raumzeitliche, religiöse, mysterische Denken ist, dass ich immer wieder sage, Holger hat sich die Mühe gemacht, jetzt im Internet nachzuschauen, die YouTube-Videos, wie viele YouTube-Videos, wie sie Selbstgespräche drin sind, von Holofeeling, von UB. Und das ist relativ erschreckend. Holger, sag mal kurz die Zahlen, ich habe es schon wieder vergessen. Also auf Retos Homepage sind knapp 500 Selbstgespräche und die haben eine Dauer von ja, fast eine Stunde pro Selbstgespräch, also 500, knapp 500 Stunden reine Selbstgespräche. Ohne die großen Vorträge? Ja, ohne Fiegenstall, ohne Weißenburg, ein paar Vorträge sind da nicht dabei. Und jetzt habe ich ihm noch gezeigt, dass bei vielen diesen Seiten zusätzlich im Hintergrund nochmal diese Selbstgespräche sind, die in dieser Tabelle gar nicht angezeigt wurden, ohne jetzt darauf einzugehen. Aber es geht hier nicht um Menge, das erschüttert. Letztendlich geht es um einen ganz einfachen Kern. Das ist zum Beispiel der Satz, ich weiß nicht, wie viele hunderte Male der in Selbstgesprächen vorkommt. Was hat eigentlich ein Känguru in Australien, ein Neandertal in der Steinzeit und der Eiffelturm in Paris gemeinsam? Und ich kann immer sagen, spiel in deinem Traum als Mensch unter Menschen, als Brösel unter Brösel mit deinen Mitmenschen und stell solche Fragen, wie sie darauf reagieren, was sie dir antworten. Und du wirst praktisch keinen finden, wenn er nicht Holofeeling gelesen hat, was der gemeinsame Parameter ist. Und ich sage dann immer dich. Und dann schauen die, wieso mich? Weil du dir jetzt auf diese Worte, die der Udo gesprochen hat, dir ein Känguru denkst, du denkst dir Australien aus, du denkst dir Neandertal und du denkst dir jetzt eine Vergangenheit aus und du denkst dir jetzt Paris und den Eiffelturm aus, in dem Moment, wo ich die Worte spreche. Ohne die jetzt dir großbildlich vorzustellen. Das heißt, du bist das verbindende Parameter, das aus diesen Worten letztendlich, weil die Worte in dir auftauchen, immer dran denken, du bist ein träumender Geist und wenn der Udo in dir auftaucht, ist das genauso, ob ich als Pixelmännchen auftaucht oder als sinnlich wahrgenommenes Gegenüber. Es ist einfach nur eine Information von dem, der das erlebt und du bist der, der das erlebt. Und jetzt sage ich dann immer noch dazu, der bist du auch nicht, weil in dem Moment denken wir uns ja schon wieder einen aus, der was erlebt. Das ist wie wenn du an einen träumenden Geist denkst. Das ist immer verbunden im Hintergrund, wenn du jetzt, das sind ja nur Worte. Und jetzt musst du dir jetzt erst einmal vorstellen, was eigentlich diese Worte aussagen. An was denkst du, wenn du an träumenden Geist denkst? Dann denkst du an einen Trockennasenaffenkörper, der da liegt und ich könnte jetzt sagen, nicht bei Bewusstsein ist, obwohl er bei Bewusstsein sein muss, wenn er träumt. Weil wir denken uns jetzt dann, wir stellen uns einen Körper vor und dieser Körper ist ein Geist im Gehirn, das mit ständig wechselnden Bildern konfrontiert wird. Das ist aber kein träumender Geist, weil ein träumender Geist als Ding an sich, das ist schon wieder eine Vorstellung von einem träumenden Geist. Ja. So wie du auch eine Vorstellung von dir selbst machst. Holofeeling, diese einfachen Sätze sind die eine Seite. Da bin ich tausendfach drauf eingegangen. Die andere Seite ist, dass ich sage, du bist wirklich in einer Matrix. Im Anfang war das Programm, das baut auf Sprache auf. Keiner nimmt diesen Satz 100% sicher. Ernster wie ich, ich meine ich jetzt was auch immer, der Geist, der jetzt mit dir redet, von Geist zu Geist. Und dann kommt der Aufbau der Arithmetik. Das ist ein Matrix-Programm. Das ist wie wenn ich mich jetzt wieder weltlich normal gedacht sage, wir beschäftigen uns jetzt mit weltlichen naturwissenschaftlichen Wissen, wie funktioniert eigentlich ein Computer. Und da will ich dir auch wieder beweisen, dass in den Erklärungsmodellen so viele Fehler drin sind, weil immer das Ganze nur mit raumzeitlich-chronologischen Vorstellungen aufbaut. Es gibt als Ding an sich keine chronologische Zeit, die kann ich mir ausdenken mit Vorstellungen, aber ich muss erst einmal verstehen, dass alles, was ich denke, ist jetzt. Und das Jetzt tauscht sich ständig aus mit Lichtgeschwindigkeit. Es ist Geist. Und das sind so Kleinigkeiten mit dem Raum, mit den Volumen, dass man das Lumen selber anschaut, was ist das eigentlich, das Volumen, das Rollen, das Kreisen. Jetzt kann ich sagen, warum ist das noch nie aufgefallen? Wieso nennen die einen Rauminhalt eigentlich Volumen, was eigentlich Licht heißt? Was ist die Vorsilbe vor? Und da tun wir es jetzt einmal treiben lassen. Das heißt die Wahrnehmung. Dann haben wir das Nächste, dass man hier immer in dem gelernten Wissen immer von Vergangenheit aufbaut. Dass die Sprache, wenn du Linguistik studierst, du äffst ja nur nach. Letztendlich ist jegliche Form von nachgeäfften Wissen, rezitierten Wissen, Betonung liegt auf dir, Tier, baut wieder Vorstellungen auf.
Und die sind immer wieder aufbauend auf dem Chronologischen. Wenn du Sprachwissenschaften linguistisch studierst, wird dir was erzählt. Und du baust aufgrund dieser Worte, aufgrund deiner Programmierung Vorstellungen auf von Vergangenheit. Und da gibt es Sprachstämme. Das ist alles bei Holofeeling wird es erklärt. Diese Sprachstämme, die sind zum Beispiel jetzt der semitische Sprachstamm, der indogermanische Sprachstamm, der sinologische, chinesische Sprachstamm, die laut offizieller, Officio, lateinisch hinderlich sein und im Weg stehen. Vorstellung überhaupt nichts miteinander zu tun haben. Und mit Holofeeling beweise ich dir, dass da ein übergeordnetes System gibt, das ist Holofeeling, wo alles in eins zusammenfällt und zwar arithmetisch. Das ist Mathematik. Mathe, das gelernte Wissen, ist Dörheit, Nachgeschwätz. Die Sprachen, wenn ich dir immer wieder zeige, wie fehlerhaft Worte ausgelegt werden. Ich erinnere, wenn ich sage, wenn du jetzt das Wort Mathematik eingibst im Wikipedia, da heißt es, es gibt keine allgemeine Definition für das Wort Mathematik. Ich sage, doch, das gibt es. Das ist ein altgriechisches Wort, besteht aus zwei Wortteilen. Mathe, Mathikos. Dummkopf, Tor, Blödmann, gelerntes Wissen. Jeder normale Mensch, den du dir ausdenkst, ist ein Mathematiker. Es ist ein Dummkopf, ein Tor, ein Blödmann, der nur auf den Gleisen seiner anerzogenen Wissen zu denken vermag. Ob das jetzt ein religiöses Wissen ist, ob das ein esoterisches, ein naturwissenschaftliches Wissen ist, du musst dir jetzt erst einmal eingestehen, du Geist, dass du geistlos das nachäffst, was du dir wie ein Schwamminhalt, wo du dich vollgesogen hast. Das ist keine Kritik, ich kritisiere nichts. Und was jetzt ganz, ganz wichtig ist, dass ich dazu immer wieder erwähne, dass es allumfassend ist. Wissenschaftler, die wir uns jetzt ausdenken, die suchen nach einer Weltform. Grundbasis ist erst einmal zwei verschiedene Weltbilder. Wir haben in der Weltvorstellung eine Trinität, eine makrokosmische Vorstellung, eine mikrokosmische Vorstellung und der Mesokosmos ist das, was wir sinnlich wahrnehmen können. Alles, was Makro- und Mikrokosmos ist, baut letztendlich nur auf Wissen auf, das von Hörensagen gekannt wird. Und jetzt kommen solche Hammersätze bei Holofeeling, wer hat eigentlich die Wassermoleküle entdeckt? Und dann wirst du nachlesen, dann wirst du feststellen, dass die schon vor über 200 Jahren postuliert wurden. Dann haben die das damals gemacht, so wie du dir jetzt vor 200 Jahren ausdenkst, was für Möglichkeiten hatte der eigentlich, um Wassermoleküle zu entdecken. Oder der Mendeleev zu dem Zeitpunkt, wo er hier definitiv sein Periodensystem postuliert hat. Wie kann der wissen, dass ein Wasserstoffatom aus einem Proton und einem Elektron besteht? Schau mal, wann der das angeblich entdeckt hat. Und jetzt kommt mit Holofeeling ein kompletter Crash dieses Systems, dass ich sage, du machst dir jetzt erst einmal bewusst, dass jeden Menschen, den du denkst, der beginnt erst in dem Moment zu existieren, wenn du an ihn denkst. Das klingt so unendlich. Das sind solche Sätze, wo ich sage, die sind nicht diskutierbar. Das ist hundertprozentig sicher. Und jetzt ist es interessant, dass sobald du jemanden denkst und du denkst jetzt, der Mendeleev hat das Periodensystem der Elemente entdeckt. Ich habe jetzt gerade absichtlich gesagt, postuliert. Selbst das denke ich mir jetzt, dass der das getan hat, weil man mir das erzählt hat. Ganz genau. Wir haben auch erzählt, dass Wasser aus Wassermolekülen besteht, H2O. Und dann kann man dann, es ist nur angelesenes Wissen, das ist Wissen, wo ich sage, das sind logische Konstrukte. Aber bei logischen Konstrukten sieht es so aus, dass zuerst das Wissen da ist und erst dieses Wissen ermöglicht mir, diese Informationen in mir aufzuschmeißen. Wenn ich jetzt materialistisch, logisch gedacht meine, da außen glaube, AUB, Beschwörung, Hebräisch, ja, dass da außen eine Welt ist, auch wenn ich nicht dran denke, die schon da war, da außen, bevor ich existiert habe in Bezug auf das, an was ich denke, wenn ich an mich selbst denke. Ja. Und das als hundertprozentig sicher betrachte. Du kannst es nicht einmal überprüfen, wenn du wolltest. Ich nenne es immer das Geschwätz vom Zweiten. Ich bin der Erste, der Zweite ist deine Logik, dein Schwanninhalt. Und ich sage jetzt das einmal immer für einfachen Metaphern. Du bist der Erste. Du stehst hierarchisch, du Geist wohlgemerkt, nicht der Mensch. Der Mensch ist schon wieder der Zweite. Da haben wir jetzt in der Grammatik schon ein Problem, weil wenn wir die erste Person nennen, dann ist es ja das Ich.
Was übrigens vollkommen wichtig ist, die erste, die wichtigste Person, wie ich dich, das heißt, wie ich im Mittelpunkt, du bist der Mittelpunkt von dieser Person, wenn ich immer wieder sage, schließ deine Augen, dieses dritte Auge, das ist übrigens hier auch so schön jetzt reingestellt wurde, das dritte Auge im Yogananda, im Yoga-Verlag, das ist, musst du mal schauen, wie das auf Sanskrit dann eigentlich genannt wird, Ayin, Ayin-Di, da haben wir das nicht existierende. Das heißt, eine Person ist eine Maske in der Sprache, aus der was hindurchtönt. Und da hatte ich zum Beispiel eine kleine Metapher, wo ich sagte, das ist mein Faschingsballbeispiel, wo Maskenzwang ist. Diese Metaphern, ich weiß mittlerweile, und die Hudo Feeling lange studieren, vom ersten Mal hören, obwohl du das erste Mal verstehen könntest. Du könntest auch sofort akzeptieren, dass ich, wenn ich dich jetzt frage, was hat eigentlich das Känguru in Australien bla 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 gemeinsam? Dann muss dir klar sein, du hörst nur Worte. Und wenn du jetzt das denkst, wenn du dir die ausdenkst, aufgrund dieser Worte, im Anfang war das Wort, ist der gemeinsame Parameter für die Kängurus, für das Neandertal und für den Eiffelturm, das ist einmal der sich das jetzt denkt. Das, was ich dir erzähle, ist elementar wirklich jetzt wichtig für dich. Ich erzähle dir, dass du der Gott bist, der Schöpfer bist für die Welt, die du dir ausdenkst. Was bedeutet das? Ja. Wohlgemerkt, der, mit dem ich jetzt spreche, der mich sprechen hört, nicht der, der nur dann existiert, wenn du an ihn denkst, der Brösel jetzt, der vom Computer sitzt, dieser Trockennasenaffe, diese Person, dieser Körper, mit dem rede ich nicht. Der kann ja auch gar nicht hören. Ich rede mit Geist. Mit was hörst du jetzt zu? Mit Ohren, die nicht existiert haben, während du mir zuhörst? Ja. Und wenn man das hört, ist das irgendwie logisch. Die muss klar sein, ich bin der Erste. Das, was ich sage, ist hundertprozentig sicher. Darum reite ich immer auf diesen Sätzen rum. Ich weiß mit meiner unendlichen Lebenserfahrung, und ich meine jetzt natürlich nicht das Pixelmännchen, den Lautsprecher oder den Gedanken Udo, an den du jetzt denkst. Weil der Mensch, der Trockennasenaffe Udo Petscher ist, jetzt de facto hier und jetzt nur eine Information, etwas vorgestellt ist, wo du glaubst, der läuft jetzt irgendwo da außen rum. Ja. Oder sitzt irgendwo da außen. Weil das Pixelmännchen ist ja nicht der Udo. Holofeeling erfordert nur eine absolute Genauigkeit. Das ist Genauigkeit. Das ist und du wirst wahr. Feststellen, das interessiert die Menschen in deinem Traum überhaupt nicht. Keinen einzigen. Solche Sätze, die so tiefgreifend sind, wenn ich immer wieder erkläre, du bist nicht einmal, du hast noch nie deine Küche gesehen. Ich beweise das mit hundertprozentiger Genauigkeit. Das Wort Küche ist eine Kollektion von Bildern. Und sobald du in die Küche reinschaust, auch gedanklich, sobald du ein Bild aufbaust, das, was du siehst, ist nicht deine Küche. Das ist ein Herd, das ist ein Kühlschrank, das ist ein Fenster, das ist eine Wand, das ist eine Tür. Eine Tür ist keine Küche. Es ist eventuell dieses Bild, die Tür der Küche, die ich mir ausdenke. Aber die Küche selber kann ich nicht sehen. Wenn ich diese Genauigkeit anlege, dann wirst du feststellen, dass alles an Vorstellungen zertrümmert wird, was für dich bis jetzt hundertprozentig sicher bewiesen wurde. Ich sage, ich beweise dir mit hundertprozentig sicherer, auch arithmetischer Genauigkeit, dass alles, was Religion, esoterische oder naturwissenschaftliche Vorstellungen sind, sind Lügengeschichten, die du dir selber einhämmerst, indem du komplett vergessen hast, was du selbst bist. Und dann nützt es nichts, wenn du sagst, ich bin ja Geist, ich bin ja eine Seele. Du stellst dir schon wieder was vor. Ja, genau. Es sind Geschöpfe, es sind Informationen, Gedankenwellen, die in dir auftauchen. Wer ist es, der sich das anschaut? Und da musst du zuerst akzeptieren, dass du etwas bist. Du Geist, wenn du mich jetzt sprechen hörst, du bist etwas, was als Ding an sich selbst nicht existieren kann. Gott kann nicht existieren. Er ist alles, was existiert. Das ist das El Hayom, Gott das Meer, rot geschrieben, aus dem alle Gedankenwellen entspringen. Ja. Jetzt habe ich wieder Sachen wiederholt, die ich tausende Male wiederholt habe, aber wir wollen jetzt einfach uns ein wenig treiben lassen, Holger. Und zwar gehen wir mal hier in die Sprache rein, dazu übertrage ich den Bildschirm. Und zwar habe ich hier schon hergesucht, die olfaktorische Wahrnehmung. Das war so hier mit der Nase. Ja, ja. Schauen uns das einmal an, das sind die menschliche Nase, da haben wir die Riechschleimhaut. Und da wird es jetzt schon interessant, das Geheimnis ist wirklich das Deutsch, wie ich das nenne, und Ivri, also Hebräisch-Deutsch.
Das ist wie Computersprache, wie wenn ich jetzt ganz grob einmal sage, wir haben zuerst einen Binärcode mit Einsen und Nullen auf dem Chip selber und das müssen wir dann irgendwie in der Computersprache zusammenfassen. Die olfaktorische Wahrnehmung, die Riechwahrnehmung, auch der Geruchssinn oder olfaktorischer Sinn. Vom lateinischen olfagere riechen. Die Wörter sind so, da muss dir schon klar sein, dass hier das Faktum mit drin sitzt. Ja. Der Faktor ist es. Und das Ganze beginnt mit Oll. Und da gibt es dann hier, wenn wir noch ein wenig weitergehen, kommen wir dann hier zu der trigeminalen Wahrnehmung. Da muss man jetzt ganz vorne mal wissen, dass das Gemini heißt Zwilling, das sind zwei. Und dann sind es zwei, drei Reihen. Sag ich nicht immer hüben drei und drüben drei? Genau. Das sind zwei und da passiert dann deine Wahrnehmung. Der Nervus trigeminus. Interessant, ne? Ja. Und das Ganze, du weißt, Physik, ich will ganz kurz nochmal einwenden mit der Weltformel. Wenn Physiker Weltformel suchen, sind die nur in ihren reinen vorgestellten, vom Hörensagen gekannten Bereich des Mikro- und des Makrokosmos. Ich kritisiere niemals irgendwas, wenn ich es mir ausdenke. Wenn ich immer meinen Professor Lesch jetzt als Beispiel nehme, ein muffiges Kerlchen, kann ich immer nur dazu sagen, hätte der jetzt bewusst jetzt gedacht, im 15. Jahrhundert studiert, ich sage immer kurz vor Zeit, bevor hier der Galileo aufgetaucht ist, dann hätte man ihn an der Uni beigebracht, dass die Welt eine Scheibe ist. Und dann wäre er einer der ersten Wesen, der hier Galileo eindeutig, das ist ein Verschwörungstheoretiker, das ist ein Querdenker. Das angegriffen hätte. Er macht jetzt dasselbe mit seinem Wissen. Das ist dieser Satz, wir Physiker wissen ja, was wisst ihr denn? Das, was man euch erzählt hat, habt ihr euch schon mal Gedanken gemacht, ob man das überprüfen kann? Jetzt kommt natürlich das Gemeine, wenn du ein göttlicher Geist bist, ein Gotteskind bist, dass du deinen Glauben verwirklichen kannst. Du kannst ihn nicht nur gedanklich verwirklichen, sondern sogar realisieren, wie man das nennt. Aber letztendlich passiert bloß Folgendes, dass du dann in diesen inneren Glauben auf die Verabredung holen kannst. Das heißt, eine Welt, wo man übers Wasser laufen kann und wo Menschen fliegen können, ist nur eine Frage des Programms. Das zeigt dir jetzt zum Beispiel in deiner Traumwelt die ganzen Computeranimationen in den Kinofilmen. Da ist ja nahezu nichts mehr echt. Okay, Holger? Ja, ja. Jetzt pass auf, jetzt schauen wir uns mal das Olfaktorische, gehen wir einfach mal in das Lateinische rein und dann schauen wir uns das, da ist hier schon das Faktor und ich habe gerade zum Holger gesagt, und ich sage jetzt bewusst raumzeitlich zum Holger, ich spreche immer nur mit dem Geist, der mich jetzt ausdenkt. Dass wenn du in das Chatdenken kommst, dass du in den Ebenen, wenn du alleine bist, ohne dass du das merkst, und das siehst du übrigens in dem Film Inceptions, dass sich die Zeit verändert, sobald du mit anderen zusammen bist, die nicht dieses Bewusstsein haben. Das heißt, wenn... Ich rede jetzt einmal ganz normal als Udo. Wenn ich jetzt als Udo da sitze und ich grübel über irgendwas nach und dann schaue ich jetzt das, was ich jetzt zum Beispiel mit dir versuche, dir klarzulegen, dieses Spiel habe ich gefühlsmäßig in meiner Zeitvorstellung, wenn ich alleine bin, habe ich ungefähr 5 Minuten, habe ich jetzt da Sachen durchgeschaut und es passt immer lückenlos alles zusammen. Da kannst du dich treiben lassen. Jetzt klinge ich mich ein mit dir, beziehungsweise ob du jetzt der Holger bist, egal, Namen sage ich, sind austauschbar mit deinem Programm und ich will dir das jetzt zeigen und ich stelle fest, das, was ich jetzt in 5 Minuten für mich, wie ich alleine war und was ich wie 5 Minuten angefühlt hat, es sind mindestens 24 Stunden, sobald ich anfange, dir das zu erklären, wie genau ich das zerlegt habe, dass der Zeit, da habe ich übrigens auch genaue Erklärungsmodelle dazu, dass das unterschiedliche Zeitrahmen sind. Das ist in dem Film Inceptions, wenn du hier Traum in Traum in Traum, weil ich bin jetzt eine Figur in deinem Traum. Das heißt, ich bin schon in dem ersten, in meinem Traum, wenn ich alleine bin, steige ich eine Stufe und mache mich zu einer Figur in einem Traum von einem anderen und dann dehnt sich die Zeit. Okay? Ja, sehr gut. Klingt sehr unglaublich. Werde ja mal ich und dann wirst du das alles durchleben. Dein Leben habe ich schon längst durchlebt. Und wir schauen uns jetzt einfach mal, wir machen so ein Spiel, wir gehen jetzt dort zuerst einmal rein und geben zuerst einmal All ein. Wir schauen immer wieder die Reihe alphanumerisch, was sich da aufbaut. Wo das eigentlich herkommt. Und da haben wir jetzt schon All-Ax, das ist riechend. Wichtig, wenn wir das hebraisieren,
haben wir verschiedene Möglichkeiten. Machen wir das also so, das obere, das höhere, das Holz, das Joch, das hochheben. Ich muss jetzt immer wieder, die deutschen Worte sind wichtig. O steht erst einmal für kreisend, eine kreisende polare Existenz, das ist oben. Das oben baut auf einer Affinität auf. Wir brauchen so ein oben und unten. Erinnere dich, dass ich immer in die biblischen Geschichten, das sind erst einmal Zahlenstrukturen. Ich kann nur sagen, es ist wirklich ein hochkomplexes göttliches Computerprogramm, diese hebräische Bibel. Ist nicht das einzige, es gibt auch noch viele, viele andere. Aber das ist jetzt etwas, was ich hier dir anhand dieser einfachen Beispiele erkläre, dass du wirklich in einer Matrix lebst, jetzt als der, der du zu sein glaubst, aber dass du letztendlich der Computer bist, der Geist bist, der träumende Geist bist, in dem sich das abspielt. Und dein Schwamminhalt, dein intellektuelles Wissen ist das Programm, dieses Videospiel, das du dir, das Leben, das du dir zurzeit anschaust. Und jetzt ist also hier, bei dem All ist immer, um das nochmal klar zu machen, in der Dora gibt es jetzt auf der Metapherebene, auf der Märchengeschichte, dass die ja durch die Wüste ziehen und dann müssen die über den Jordan gehen. Der Jordan schreibt sich IRD. Das ist die Konsonante Radix von Jordan. Und dieser Jordan IRD, da wird dann ein O noch mit reingeschoben, das heißt, erst einmal hier aus Israel auswandern, hinuntergehen, hinabsteigen, hinuntergehen. Du musst über den Jordan gehen. Und ich sage, dann steigst du hinab in deine Traumwelt. Und in dem Moment, wo du dann in deine Traumwelt hinabgestiegen, in El Hayom hinabgestiegen bist, du bist immer, wir gehen immer von unserer Nulllinie aus. Schau bitte das kleine Bild unten rechts an. Okay. Wenn du hinabsteigst in deine Traumwelt, dann bist du in der Lage, dir etwas zu überlegen, zu träumen und Gedankenwellen aufzuschmeißen. Und das ist all. Das ist also erstmal dieses Irdisch, das Hinabsteigen erzeugt jetzt dieses Irdisch-Werden. Und diese kleine Radix Isch im Hebräischen ist immer das im Moment bestehende Dasein, der Existierende, das Vorhandensein, es existent, es kommt hervor, es taucht auf, es ist vorhanden. Habe ich oft erklärt. Und das Ganze, da landen wir dann zwangsläufig dieses OL, blau gelesen, das augenblickliche Licht. Dieses augenblicklich wahrgenommene Licht. Blau gelesen, wohlgemerkt, jetzt können wir ganz normal in die Physik reingehen, weil Materie ist hochkonzentrierte Energie und das ist auch Licht. Und das ist etwas, was wir hochheben. Beachte immer wieder, die Höhe ist H, O, H ist H, W, H. Und das ist ein Joch. Ein Joch ist immer, ich sage einfach, eine Sinuswelle. Das muss im Hintergrund da sein und dann kriegst du hier dieses Riechende. Und dann landest du jetzt, pass auf, das erste Olea, da sagst du, was hat das hier mit dem Riechen zu tun? Dieses Kreisen wird dein Leben. Oh Liebe. Dieses Kreisen wird dein Leben. Das Leben, das Wohnen, das Lebendigwerden. Was hat jetzt die Olive mit dem Geruch zu tun? Weil die Olive steht, Olive riecht ja fast nicht. Das nehme ich hier. Diese Olive, wir werden jetzt dann gleich weitermachen, dass das mit dem Öl zu tun hat. Schau her. Ja. Öl, sagen wir im Hebräischen. Dass jetzt hier dieses Kreisen zwei Bündchen aufwirft. Und das steht, sagst du mal, die Öle sind die Gerüche. Öle werden in Ölen werden die Gerüche mehr oder weniger festgehalten. Darum haben wir hier das Riechen. Die Grundradix von Riechen, das E als Vokal rausgeschmissen, ist Rich. Konsonant geschrieben, Rich. Immer das ist der große Zauber der Welt. Und jetzt haben wir das Wort Duft und Geruch. Da kommt das Riechen her. Ja. Jetzt wird es natürlich ganz interessant, weil das GE machen wir immer GE-Quadrat. Das sind wir zwei, reiner Geist, JCH, ICH. Und dieses Ruch, immer dran denken, extrem vielfältig die vier Weltgegenden. Heißt zuerst einmal Geist, rot geschrieben, und es heißt hier Wind und die vier Weltgegenden nochmal, die Himmelsrichtungen, da gibt es vielfältige Übersetzungen, das ist der blaue Bereich. Wir machen mal bei unseren All weiter. Also du wirst jetzt erst einmal die Ö gehörig, denk an die Ohrenbohrungen, das hat jetzt was hier mit Hören zu tun, All.
Dann wie ile doppelt aufgespanntes Kind. Da muss man die Grundlagen von Holofeeling haben. Oleum. Und jetzt kommen wir in den Olfaktus. Mhm. Das heißt, dieses Ruch, dieses Riech, dieser Geruch fängt an zu riechen. Darum ist es der Geruchssinn. Und das wirft jetzt an Sinus auf, weil die Ruch sind die vier Weltgegenden. Mhm. Und jetzt kommen wir zu All-Im. Dieses Leben spitzt sich in El-Hayom, Im. Im Yom, wenn ich sage, das ist nur die hebräische Aussprache für Im, weil man da zwangsläufig ein O mit reinschiebt, was normalerweise gar nicht drin ist. Das führt uns aber jetzt, schau, das heißt mehr. Im. Schreibt sich nur Im, spricht aber der klassische Jude Yom aus. Wenn wir Yom jetzt hinschreiben, ich kann dieses O natürlich jetzt mit reinmachen, dann kriegst du den Tag. Ja. Da steht jetzt hier noch das Tageslicht. Was jetzt interessant ist hier, dass ich immer sage, zwei Hauptkonsonanten kann man immer Waff und ein J dazwischen schieben. Das ist, und du wirst jetzt merken, dass die Symbolik, die dabei ist, wenn ich jetzt zum Beispiel das Tageslicht, der Tag, heute ist Hayom, der Tag. Mhm. Heißt eigentlich der Tag, aber das ist das hebräische Wort für heute. Das heißt eigentlich, jeder Tag ist heute. Ja. Und ich sage, jeder Moment, der heute in dir auftaucht, taucht jetzt in dir auf. Und was auftaucht in dir, ist die Schöpfung einer aufgespannten Berechnung. Das ist jetzt nur die Buchstaben blau gelesen. Die Schöpfung einer aufgespannten Rationalität ist die Berechnung. Mhm. Und jetzt kriegst du hier dein Licht. Ja, das ja. Tageslicht. Aber das Licht alleine macht es ja nicht. Da brauchen wir noch einen Intellekt dazu und dann kriegst du die Luft. Mhm. Im Hebräischen siehst du, dass das untrennbar miteinander verbunden ist. Ja, ja. Genau. Und so baut sich, wenn wir jetzt das Waff rausschmeißen, dann kriegst du den großen Illustrator, der anfängt, sich in sich selbst zu illustrieren und auszumalen. Mhm. Du hast jetzt schon plötzlich die Lust, das göttliche Licht und die Lust. Ja. Kannst du ungefähr folgen? Du ja, musst konzentrieren dich. Wenn, ich kann gut. Immer... Holger? Ja, ich habe nur kann, gesagt, so hammer, ich führe dich. Es ist also definitiv so, dass wenn, egal in welcher Sprache der Welt jetzt ein Geräusch, das man als Wort definieren kann, egal in welcher Sprache der Welt, wenn das gleich klingt vom Sound her, hat es miteinander zu tun. Weil das dann auf denselben Lautwesen aufbaut. Und dieses All-Im, jetzt müssen wir natürlich wissen, dass unser All, wir können das natürlich auch rot lesen. Dann ist es das Quelllicht. Die 70 rot ist die geistige Quelle und das ist das rote Licht. Ja. Blau gelesen ist es der Augenblick und das ausgedachte Licht. Wieso? Weil die 70 alleine, wenn wir die 70 alleine machen, das Wort 70, das heißt einmal, der Buchstabe 70 ist Ayin, der schreibt sich ausgeschlesen Ayin. Das wäre jetzt der Buchstabe, den spricht man Ayin aus. Und wenn ich das jetzt ausschreiben, du stelle ich plötzlich fest, halt, Entschuldigung, mit 70 muss ich das schreiben. Unaufmerksam. So, das ist nämlich das hebräische Wort für Auge und dasselbe Wort hast auch Quelle. Mhm. Und ich kann das natürlich jetzt hier, diese erste Guttural-Laut kann ich ein A machen, dann heißt es nicht existieren, den habe ich gerade gemacht. Und dieses System, die Quelle, ist das göttliche Sein. Der Augenblick ist immer eine intellektuelle Existenz. Du siehst, es läuft, der rote Bereich und der blaue Bereich sind zwei Seiten wie das Jenseits und das Diesseits, wobei man die immer wieder austauschen können. Ja. Sehr, sehr interessant. Wird alles in Holofeeling genau erklärt. Und wir bleiben mal bei unseren All, wir sind noch gar noch nicht weiter bei All-Im. Das ist ja El Hayom, ist Gott das Meer, auf dem jetzt praktisch dieses augenblickliche Licht interessant ist. Schau, die machen jetzt hier ein kleines Strichchen drüber. Ja. Wir machen zwei Bündchen drüber.
übers Öl. Übers Öl. Ganz interessant, seinerzeit zur Bezeichnung eines unbestimmt ganz beliebig gedachten Zeitpunktes. Mhm. Okay. Ehemals, einst, sonst. Wir denken natürlich bei diesen Worten zwangsläufig schon wieder an Vergangenheit. Aber die Ehe von Gott ist Bewusstsein. Zusammenfassung des Adams, Seger, Venekaber, männlich Denker und Ausgedachtes. Diese Polarität, das hebräische Wort für Adam ist Seger, Venekaber, männlich und weiblich, heißt eigentlich Denker und Ausgedachtes. Dieser ausgedachte Adam ist nicht der Adam, sondern Adam ist der, der sich das jetzt ausdenkt, der die Synthese des Adams darstellt. Von männlich und weiblich. Kannst du folgen? Dieses einfache Wort ehemals, was da alles drinsteckt, das ist... Jedes Wort ist ein 400-Seiten-Buch und das ist ganz krass untertrieben, weil du kannst es unendlich wie ein Mandelbrot-Fraktal hochiterieren mit Selbstähnlichkeit. Jetzt kriegen wir Olimo. Reinigen. Mhm. Jetzt muss ich wissen, im Hebräischen heißt Kol heißt alles. Und Ar heißt Licht. Ja. Die Ganzheit, die Gesamtheit, das Ganze. Alles, mhm. alles. Ar ist die Kurzform von Ayir. Aor, haben wir gerade gehabt, Aor. Ich sage immer wieder, diese Sache, das ist Feuer und Licht, je nachdem, ob man das Or oder U ausspricht, die Sache mit den O's. Die Waffs kann man rausschmeißen, AR ist praktisch die absolute Grundkonstante von Licht, rein geistiges Schöpferlicht. Und das ist unser Schöpferkopf. Das mhm. ist die Lampe im Zentrum, das Licht, die Energie in unserem Tetraederspiegel, diese 1/4-Struktur. Ja, ja. Dann ist Kol-Ar, alles ist Geist, rein geistiges Licht, das ist Kol-Ar. Klar. Drum ist A-Kol, Vorsilbe All-Imperfekt, das heißt, A als Vorsilbe, reines Hebräisch, ist Imperfekt, heißt ich werde, ich kann alles. Ich, interessant, das ist das hebräische Wort für Essen. Das heißt, ich werde alles, ich bin alles, ich kann alles sein. Du bist alles, die 200 Gramm, der Geist, der träumende Geist ist all seine Informationen. Der, der immer ist, das Meer selbst im Meer, ist all seine Gedankenwellen. Aber er ist als Ding an sich keine Welle. Das symbolisiere ich mit meiner 200 Gramm rote Gnede, wo sich ständig die Form verändert, ohne dass sich die Gnede verändert. Das sind solche Beispiele, die gehen so tief, die ich vor einem Vierteljahrhundert schon erklärt habe, immer wieder erklärt habe. Und jetzt ist es eben erst in der Reife, was du erkennen, da ist irgendwas in dir drin, das wehrt sich massiv, das zu akzeptieren. Das Reinigen, wenn ich das rot lesen, du, der rote Kopf, Frosch, ist ein Einigen. Das ist zum Beispiel die Reinheit, ist R-Einheit, heißt im Kopf ist eine Einheit, Reinheit. Ich kann mhm. natürlich Rei lesen, Rei, der Kopf der Schöpfer Gottes. Ja. Und da wollen wir jetzt runterfahren, du wirst jetzt immer die Ölbereitung, immer dran denken, das sind unsere Gedankenwellen im Spiegel, B-Reihe, ja, die ja. Gedankenwellen im Spiegel. Da wird immer dieselbe Geschichte erzählt. Ja. Wenn wir das runterfahren. Und dasselbe ist jetzt, ich bin jetzt hier in einer Sache, die Gesichtsregionen, wenn wir hier jetzt reingehen, dann haben wir zum Beispiel die Nase. Die Nase habe ich sehr oft erklärt, wir sehen einfach eine Nase. Du wirst jetzt merken, wenn wir durch die Spasten durchgehen, in Hebräischen, das Wort Nase ist einfach zuerst einmal ab. Das schaut ja aus dem Gesicht heraus, wenn du dir das Gesicht vorstellst. Mhm. Ab ist jetzt im Klassischen, wird es nur mit Nase übersetzt und es wird mit Zorn übersetzt. Macht normalerweise, wieso ist dasselbe hebräische Wort, heißt es Nase und es heißt auch Zorn. Da muss ich jetzt wissen, dass wenn ich immer wieder diese deutschen Worte muss ich wieder rückübersetzen. Ich nenne das Hebraisieren und dann kriegen wir unser Zur. Also Zor kann ich das auch lesen. Und das ist zur Formwerdung. Das heißt jetzt, der Staub, ein Fels, ein Festwerden, ein Berg, ist die Nase nicht ein Berg, ein Festwerden und das wird jetzt eine Form geben.
Wenn das aus dem Gesicht herausschaut, du brauchst zwei Aspekte, unser Gesicht, Benim, Banim, das ist jetzt das hebräische Wort für Gesicht, für das Angesicht, dasselbe Wort hast du auch im Inneren. Jetzt muss ich ganz, ganz kurz, dass du hier bei unserer, ich mache mal das ganz, ich tue mal dort rein. Das habe ich so oft gesagt, du hast ein Gesicht. Mhm. Wenn ich das Banim ausspreche auf Hebräisch, heißt das Gesicht. Wenn ich es Benim ausspreche, heißt es das Innere. Da taucht jetzt hier eine Formwertung auf. Das ist unsere Ecke. Mhm. Da sind dann zwei Nasenflügel dran. Zu behaupten, das ist ein Berg oder das ist ein Tal, sind zwei Lügen. Wenn wir reinfahren in das Vordere, das sind symbolische Bilder. Ich sage immer, symbolische Bilder kannst du arithmetisch über die Zahlen, kannst du wirklich rein arithmetisch darstellen. Aber da geht das nächste große Problem los, das ist diese extrem fehlerhaft gelehrte Mathematik. Nicht nur das Wort ist fehlerhaft, sondern auch die Berechnungen selber. Und dann geht das in die Riemann und so weiter und so fort, die ganzen Hirnwichsereien los, die dir als Mensch überhaupt nichts bringen. Jetzt könnte ich mir wieder Universitäten denken, wo hier sich in Hochmathematik sich Leute reindenken, Hirnwichsereien machen, wie verschiedene Unendlichkeiten, Gödel und so weiter und so fort. Das bringt den praktischen Menschen gar nichts, außer deine Logik zwingt dir das auf. Das, was dir wirklich was bringen würde zu deinem Seelenfrieden, ist, dass du jetzt erst einmal weißt, wer du selber bist. Ja. Ich mache mal ein kleines Musterbeispiel. Wenn wir jetzt zum Beispiel nur die Addition nehmen, es gibt so unendlich viele Auslösungsmöglichkeiten. Und ich kann nur anraten, es gibt diese vielen Selbstgespräche, fast 500. Jetzt sofort hier auf dem Redo seine Internetseite, YouTube abrufbar. Extrem viele Wiederholungen, aber jede, es gibt hier Leute, wo ich jetzt behaupte, meine Fettings ausgedachte Dinge, die jetzt nur ein Symbol darstellen, die jedes dieser Selbstgespräche mindestens zwei, dreimal gehört haben. Das klingt jetzt nach unheimlich viel, klingt aber nicht nach viel, wenn du das über 20 Jahre machst. Du musst immer wieder sehen, wie viel Zeit nimmst du dir dazu. Jetzt sieht es natürlich nochmal anders aus, wenn ich sage, es gibt keine Vergangenheit und Zukunft. Zeit ist so unendlich subjektiv geprägt. Mein kleines Beispiel, du kannst nachts nicht schlafen. Du schaust auf den Wecker. Du siehst 3 Uhr auf deiner VR-Brille. Du machst die Augen zu und du grübelst. Du grübelst über irgendwas nach. Du grübelst und grübelst. Irgendwann einmal machst du die Augen wieder kurz auf, schaust auf den Wecker und es ist 3.10 Uhr. Und du kennst dieses Gefühl jetzt bewusst in die Vergangenheit gedacht. Es war nie in der Vergangenheit, was passiert ist jetzt. Es ist wie wenn du in dein Buch zurückblätterst, in dein Lebensbuch. Mhm. Immer dran denken, in dein Leben, wenn du ein Buch liest, in dem Moment, wo du das Buch in die Hand nimmst, ist Anfang und Ende gleichzeitig da, im Jetzt. Aber jetzt musst du, um lesen zu können, das Buch zuerst einmal aufschlagen. Alle Seiten, alle Worte, alles ist gleichzeitig da. Aber um jetzt Bilder zu machen, das ist wie wenn du jetzt an deine Heimatstadt denkst. Du kannst von der Stadt kein Bild machen. Das ist ein Buch. Ich mache jetzt mal ganz eine simple Metapher. Wenn du ein Bild haben willst, musst du zuerst einmal dir eine Straße denken. Dann hast du in der Straße irgendeine Perspektive. Zum Beispiel, du schaust dein Haus an. Das Bild, das du jetzt siehst, ist aber nicht das Haus. Es ist nur die Frontseite. Ja, genau. Dasselbe Haus hat noch viele andere Perspektiven. Merkst du, was ich jetzt mache? Ich habe das Beispiel mit der Küche. Du hast noch nie deine Küche gesehen, wo wir uns jetzt reinstellen in die Küche und wir können jetzt abrastern. Diese ganzen Bilder, die jetzt auftauchen, sind Facetten aus dieser Kollektion. Ja. Wie sieht jetzt das aus, wenn ich mit das Spiegel und ich sage jetzt statt Küche, sage ich das Wort Haus. Du kannst jetzt um das Haus rumgehen und kannst das abrastern. Jedes Bild, das du siehst, ist aber nicht das Haus. Genau, wie die Tat. Wenn wir in das Haus rein uns denken, dann sind da plötzlich viele Zimmer oder sogar Wohnungen, das heißt, wenn es ein Wohnblock ist. Mhm. Da müssten wir jetzt wissen, was bedeutet eigentlich das Wort Block. Sehr interessant. Ein Holzblock, ein Wohnblock, ein Notizblock. Block, gibt es ein schönes hebräisches Wort dafür. Der Block ist erst einmal wieder eine Kollektion, die aus vielen Einzelteilen besteht. Ja. Dann musst du gewisses in den Block kommen und jetzt zum Beispiel in den Wohnblock kann man uns Wohnungen reindenken. Wir sind aber wieder Chats, in denen sich Zimmer befinden.
Alles, was wir jetzt machen, wird dir vollkommen logisch erscheinen, hoffe ich zumindest. Die muss aber klar sein, dass wir in einem Bereich rein von Worten sind, ohne Bilder. Weil das alles Worte sind, wo du nicht in der Lage bist, ein ganz präzises Bild zu definieren. Weil das Wort Küche kannst du jetzt, wenn du Bilder aufschmeißt, das ist eigentlich nur in den sprachlichen Bereich. Ja, genau. Stimmt. Ja. Sobald du dir jetzt eine Küche denkst, es nützt nichts, wenn du sagst, ja, da ist ein Herd drin und ein Kühlschrank und Gewürze und Töpfe drin, das sind nur Worte. Sobald du jetzt wirklich ein Bild machst, B-Ilet übrigens hebraisiert im Kind, die B-Ilet R im Kinderweg, tausendfach bin ich darauf eingegangen, zu glauben, dass die semitische Sprache nicht das Geringste zu tun hat mit Deutsch, mit Indogermanisch, es sind Lügen. Alles, was dir deine Fachleute erzählen, und sie sind freigesprochen. Wieso? Weil du ein träumender Geist bist und alles, jeder, der in dir auftaucht, ist nur eine Figur, die von dir geträumt hat. Das wird ganz anders, wenn du ein bewusst träumender Geist wirst. Dann wirst du nämlich zu einem Magier, zu einem Zauberer. Dann kannst du alles verändern, dann wirst du ich. Aber dann kommt das nächste Problem, das ist wieder einseitige Aussage. Was du prinzipiell kannst und was du dann tun wirst, sieht ganz anders aus. Weil du irgendwann erkennst, dass die göttliche Schöpfung hundertprozentig vollkommen göttlich perfekt ist. Absolut. Und an der gibt es nichts zu verbessern. Das normale Bestreben von Veränderung ist immer ein einseitiges Ziel. Du willst, dass es besser wird. Aber das ist zwangsläufig, das Bessere ist das Gegenteil von Schlechtes, eine Selbstentheiligung. Das neue Spiel des Beginns, wie unendlich gigantisch die Schöpfung eigentlich ist. Du willst nichts mehr verändern, sondern du willst immer mehr verstehen, wo dieses gigantische, absolute eigentlich liegt. Im Zentrum von dir selbst. Darum ist diese Botschaft von Holofeeling ist nicht für irgendwelche Gedanken von dir. Sie ist nicht für Menschen, für sterbliche Säugetiere, die unheilbar krank sind, für Medim, für gestaltgewordene Erscheinungen des Meeres, das hebräische Wort. Es ist für dich, nur einzig für dich. Es ist ein intimes Spiel, das spielen wir zwei. Ich nenne das ICH und JCH. Oh, ja. Und du wirst merken, dass die Weltformel, die Physiker, die wir uns jetzt ausdenken, wenn du dich da schlau machst, im Internet suchen. Sie versuchen, ihre arithmetische Vorstellung, ich sage jetzt extra arithmetische Vorstellung, zahlentechnisch gesehen, dass sie auf ihrer Mathematik, auf ihren anerzogenen gelernten Wissen aufbaut, ist rein bildlich gesehen, Makrokosmos besteht aus Galaxien, da haben wir schon Gall als Wellen. Das sind in der Regel Sonnen, wo Planeten sich rumdrehen. Und der Mikrokosmos stellt man sich folgendermaßen vor, das sind Protonen, wo sich Elektronen rumdrehen. Das ist einmal ganz einfach, das ist Allgemeinwissen. Und die bauen natürlich diese Vorstellungen auf Berechnungen auf. Zu entdecken gibt es nichts, weder in dem Makrokosmos noch in dem Mikrokosmos. Es ist jede Kleinigkeit, egal wenn du präzise schaust, was jetzt da ist, wirst du feststellen, es baut rundum auf Lügen auf. Ich hätte jetzt gute Lust, ich habe das in einem Selbstgespräch, jetzt sage ich hier und jetzt ausgedacht, gestern mir die Fennings gemacht, das habe ich nicht aufgezeichnet, ich muss jetzt ganz, ganz kurz weg. Ich hoffe, ich finde es auf Anhieb und dann zeige ich dir was. So, erste Frage. Wo bin ich jetzt hingegangen? Wo bin ich wieder hergekommen? Wann bin ich weggegangen und wann bin ich zurückgekommen? Alles, was ich mache, selbst wenn ich mich verspreche, auch mein fränkischer Dialekt hat einen Sinn. Immer an die Puzzlestückchen denken, es gibt nichts, was in dir auftaucht, was unwichtig wäre. Wer ist jetzt eigentlich weggegangen und wer ist zurückgekommen? Es haben sich nur die Lämpchen, die Helligkeiten auf dem Bildschirm verändert. Ich sage immer wieder, wenn du dir jemanden ausdenkst, der entsteht in dem Moment, taucht er in dir auf, wenn du ihn denkst. Und in dem Moment, wo du ihn nicht mehr denkst, geht er da zurück, wo er herkommt. Ich spreche der Genauigkeit nochmal an, Calvinismus. Das große Problem, die Frage, ist schon einmal
alle wollen in den Himmel und nicht in die Hölle. Keiner will dahin, wo Himmel und Hölle oben und unten entspringt. Du Geist, kannst da nicht hingehen, weil du da im Meer bist. Das symbolisiert den absoluten Punkt. Und im Calvinismus die Lehre, ich habe es sehr oft erzählt, aber ich sage es nochmal, wenn du das erste Mal hörst, die calvinistische Lehre, eine von unendlich vielen Lehren, die alle richtig sind. Denk an Riechen. Geh im Mittelpunkt. Geh Ruch. Der Mittelpunkt ist dieses Geist, E-Quadrat ist Ruch, der für Weltgegenden. Das ist unsere Tetraederstruktur. Dass hier die Diskussion ist, die Behauptung ist, egal was ein Mensch in seinem Leben jetzt ausgedachterweise in diesem gelebten Leben, in dieser Traumwelt macht, ob er gut oder ein Böser ist, das bestimmt nicht, ob er danach in den Himmel oder in die Hölle kommt. Und da wird ewig in der Theologie darüber diskutiert. Und ich erkläre dir das jetzt in ganz einfachen Worten. Egal welchen Menschen du dir ausdenkst, du bist Gott. Du bist der träumende Geist für die Traumwelt, bist du Gott. Für die Welt, die du träumst, bist du Gott. Du bist derjenige, aus dem diese Bilder, die ganze Welt entspringt, von Augenblick zu Augenblick, und auch derjenige, wo diese Bilder, diese Gedanken wieder zurückkehren, deine Vorstellungen, egal ob du dir das räumlich oder zeitlich irgendwo hindenkst. In dem Moment, wo du es denkst, ist es hier und jetzt deine Information. Und jeden Gedanken denkst du jetzt und jeden neuen Gedanken, den du denkst, zerstört den bestehenden Gedanken. Das ist hundertprozentig sicher. Kann jedes Kind sofort überprüfen, vorausgesetzt, es ist ein Geist im Hintergrund. Das heißt, ob du dir gute oder schlechte ausdenkst, die kommen daher, nämlich aus dir, weil du sie dir ausdenkst, und sie kehren da wieder zurück, wo sie herkommen, nämlich in den, der sie sich ausdenkt. Und du wirst irgendwann einmal akzeptieren müssen, dass du derjenige bist, der sich jetzt dieses Gespräch ausdenkt. Der sich an Jesus ausdenkt und der sich an Gott ausdenkt. Und wieder so ein einfacher Satz von Holofeeling. Ein Denker, ein bewusster Denker ist prinzipiell mächtiger wie alles, was er sich ausdenkt. Weil alles, was von dem Denker gedacht wird, existiert in dem Augenblick, Beckenblick, in dem er sich denkt. Und es ist genauso, wie er sich denkt. Und das, was gedacht wird, hat keinen Einfluss drauf. Ja. Nicht den geringsten Einfluss. Da steckt schon der ganze Calvinismus mit drin. Mhm. Aber jetzt musst du verstehen, sobald ich dir das erzähle, dass dieser übermächtige Denker im Augenblick ein Gedanke ist von jemandem, der bestimmt, dass dieser Denker so mächtig ist. Und sobald du das begreifst, dann kannst du jetzt sagen, hey, das bin ja ich. Ich denke mir so viele Denker aus, die sich Sachen denken. Jetzt mal ganz abstrakt, ohne das zu definieren. Ja, dann ja, ja. Derjenige, der diesen Denkern diese Macht zuspricht. Mhm. Aber dieses Ich ist in dem Moment ja schon wieder was Ausgedachtes. Mächtiger, viel mächtiger. Und was jetzt wie eine philosophische Spinnerei ist, ist keine Spinnerei, das führt dich zu dir selbst zurück. Du musst erst wissen, was du bist. Und jetzt zeige ich dir die Naredei der normalen Welt. Ich habe jetzt hier jede wissenschaftliche Schrift, jede religiöse Schrift, egal was du mir zeigst, ich bleibe jetzt ganz normal, ist so unendlich krank und voller Fehler, voller Lügen, die du zu entdecken hast. Darum nenne ich das deine Traumwelt, ist eine Führerscheinprüfungsbogenwelt. Keine Anlage von irgendetwas. Ich verfüge über das Bewusstsein, dass ich nicht so niemanden, den ich mir ausdenke, vorwerfe, dass er so ist, wie er von mir jetzt gedacht wird. Ich bewundere nicht irgendeine komplexe Maschine, die ich mir jetzt ausdenke, dass die so toll funktioniert. Sie kann nur so funktionieren, wie ich mir denke, dass sie funktioniert. Und ich springe jetzt mal in die Niederungen deines naturwissenschaftlichen Denkens runter. Es sind mein Professor Gassner hier, das ist ein Photon. Ich mache immer die Beispiele, wo ich sage, wenn du die Augen anschaust, wenn du jetzt Physiognomielehre lernst, es ist religiöser Wahn. Es sind Wahnsinnige. Und es sind Spiegelbilder deines eigenen Wahns. Du wirst irgendwann nochmal diesen Satz verstehen lernen müssen, ich nehme alle Schuld auf mich. Was jetzt natürlich das nächste Problem ist, dass dir das in der Regel, es gibt immer Ausnahmen, die die Regeln bestätigen. Das passiert ganz einfachen Leuten, die über in der Welt überhaupt nichts Besonderes sind. Und das alles, was du bewundert hast, wo du meinst, die sind berühmt, die sind mächtig, das sind die Unwichtigsten.
Auch da gibt es natürlich Ausnahmen. Und das Schöne immer, was dann Angst macht, wenn ich sage, es gibt ja etliche Professoren, die hier voll seit vielen Jahren Holofeeling studieren und begeistert sind, auch religiöse Menschen, wo ich sage, halte den Mund, du musst deinen momentanen Film, deine Rolle auf der Bühne des Lebens überhaupt nicht verändern. Das ist sehr wichtig, weil du würdest dir dein Leben zu einer Hölle machen. Du kannst es ausprobieren, mach das mit kleinen Spielen, dann wirst du die Sinnlosigkeit erkennen. So, und wir schauen uns jetzt hier mal, ich hoffe, dass das gut ankommt. Ich mache das mit jedem Artikel, egal um was es geht, um Corona, um Weltgeschichte, um Kriege, um Syrien, egal was, aber das ist jetzt ganz, ganz aktuell. Das war 9. Februar. Merkst du, ich erzähle jetzt Worte und du denkst dir was in die Vergangenheit. Kann man die Überschrift lesen? Ja, ja, sehr gut. Kann man lesen. Harvard-Professor. Man beachte jetzt das hier. Und jetzt lese ich da ganz kurz vor und da gehe ich ganz kurz drauf ein. Das heißt, jetzt hast du mal, dieser Brocken ist nicht von dieser Welt. Und da geht es jetzt hier um Oumuamua. Kleinen Moment. Du wirst gleich mal, was ich hinaus will. Heute Teil 1 des mysteriösen Kolosses Oumuamua. 2017 versetzte ein Himmelskörperwissenschaftler in helle Aufregung. Das sind jetzt nur Worte, die du hörst und du wirst jetzt merken, wenn du jetzt hier dich selber beobachtest, das ist die Verwandlung. Du musst der werden, der sich beobachtet, wie sich das in ihm abspielt. Das sind jetzt nur Geräusche. 2017 ist es gefühlt, dass das in der Vergangenheit war, vor 4 Jahren. Himmelskörper, da oben ist irgendwas, was außen rum schwirrt. Das ist, ich mache jetzt nur das Wort, an was denkst du, wenn du das Wort Himmelskörper hörst? An das denkst du aber nicht, das ist der Chat. An was denkst du, wenn du an deine Küche denkst? Nur an das Wort Küche. Ja, genau. Und dann kannst du Bilder machen aus dem Wort. Okay. Teleskope erfassten ein längliches Objekt, in Klammer Länge 400 Meter, das zwischen Erde, man beachte, zwischen Erde und Sonne hindurchflog. Die Forscher tauften es Oumuamua, Marianisch der Kundschafter. Der Himmelskörper raste mit der ungeheuren Geschwindigkeit von 87,3 Kilometer pro Sekunde durch unser Sonnensystem zwischen Erde und Sonne und er wirkte nicht wie ein Komet, in Klammern kein Schweif oder ein Asteroid, keine typische Flugbahn. Das Spannende, dieser Planet reflektierte das Sonnenlicht 10-mal stärker als ein gewöhnlicher Komet oder Asteroid. Die Vermutung, dass Objekt könnte aus Metall sein, aber nicht natürlich entstanden, sondern von Außerirdischen. Und jetzt mache ich einen Sprung. 11 Tage lang konnten die Wissenschaftler den Himmelskörper beobachten. Dann war er für die Teleskope zu weit entfernt. Ein scharfes Foto gelang nicht. Ist es doch. Das ist ein scharfes Foto. Das sind all die scharfen Fotos. Die Corona Bazillen, wo du siehst, die Viren. Das sind alles Sachen, das sind Computeranimationen. Alles, was Mikro- und Makrokosmos ist, auch diese Teleskope, ein normales Teleskop, man redet dann zwar immer wieder von Hubble, aber selbst wenn ich mir jetzt ein Hubble-Teleskop ausdenke, was noch ein optisches Teleskop ist, die Daten werden digital von Hubble zur Erde übertragen, es kommen Digitalstrukturen unten an und im Computer, in Maßsetzung eines Programms, werden Bilder auf einem Bildschirm zu flackernden Lämpchen gemacht. Ja. Das ist jetzt das, was ich übrigens auf dem flackernden Lämpchen deiner VR-Brille, deiner Augen, deiner Becken symbolisch abbildet. Es ist nichts da außen. Es ist ein unendlich komplexes Computerprogramm. Weil hier 10-mal mehr Licht reflektiert von der Sonne wie die anderen Asteroiden oder Kometen. War das nicht nochmal? Dieses Ding flog zwischen Sonne und Erde an der Erde vorbei. Und die stellten mit den Teleskopen fest, dass er 10-mal mehr Licht reflektiert. Moment einmal. Das sind Fehler in einem Führerscheinprüfungsbogen. Du liest da bloß drüber und machst Vorstellungen, aber du suchst nicht nach Fehler. An der Fahrschulprüfung suchst du nach dem Fehler, was ist jetzt da stimmig und was ist nicht stimmig. Also lass uns das einmal anschauen. Da ist ein Lichtkörper, der strahlt Licht aus. Da sind wir. Zwischen uns und der Sonne fliegt dieses Ding durch. Wie will ich von hier feststellen, dass der 10-mal mehr Licht reflektiert? Das Licht reflektiert in die Richtung.
Jede Kleinigkeit ist so voller Fehler, wenn du das genauer anschaust. Allen voran die ganze Naturwissenschaft. Schizophrenien bis zum Es geht nicht mehr. Ja. Vor allem, wenn wir in die Chemie reingehen. Mir fällt jetzt spontan wieder ein. Wasserstoff, Sauerstoff, Helium. Es sind vollkommen Stickstoff. Unsere Luft, die wir atmen, eine Phase bin ich drauf eingegangen, besteht aus 21% Sauerstoff, 78% Stickstoff und 1% Edelgas, sagt man meistens Neon. Und dann liest du, das sind vollkommen geruchslose, vollkommen geschmackslose, vollkommen unsichtbare und vollkommen ungiftige Gase. Das heißt schlicht, in der mesokosmischen Ebene kannst du die nicht riechen, nicht schmecken, die sind schlichtweg nicht existierend. Jetzt ist die Frage, wenn ich jetzt die Luft, ich weiß ja mittlerweile aus der Schule, hat man mir erzählt, dass das genau 21% Sauerstoff, 78% Stickstoff, bla 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 ist. Wie hat es der Erste entdeckt? Ja, gute Frage. Wie hat Mendeleev eigentlich entdeckt, dass Wasserstoff ein Proton und ein Elektron ist zu seiner Zeit? Ja, die Zeit, wo du dir vorstellst, schau mal, Fitzjohn, erste Bemessung der Lichtgeschwindigkeit. Wir können bis in die Griechen reingehen, wo ich sage, wo das erste Mal der Umfang der Erde berechnet wurde. Dieses Alexandria Euryth haben wir doch auch schon gehabt, hier das Spiel. Ja, da sind so elementare Fehler drin, dass dir klar ist, das kann sich nur einer ausdenken und vorstellen, jemand das vorher erzählt, das sind logische Konstrukte. Man glaubt aber, dass da zuerst einer war in der Vergangenheit, der das entdeckt hat, bis ich mir die Frage stelle, ist es zu dem, wie ich mir jetzt anhand meines Wissens diese Vergangenheit vorstelle, damals eigentlich sogar möglich gewesen, das zu entdecken? Ja, genau. Mein Beispiel mit der simplen Stimmgabel. Schau nach, wenn die Stimmgabel das erste Mal, wann die den Kammerton A festgelegt haben. In deiner jetzigen Schulwissen-Erfahrung dieser angeblichen Vergangenheit war nicht so niemand in der Lage, die Frequenzschwingung einer Stimmgabel zu zählen. Das sind meine Fehler im Führerscheinprüfungsbogen. In die Religion will ich jetzt gar nicht anfangen, in der Schizophrenie. Es spielt keine Rolle. Du hast Wissen, das du vom Hören sagen kennst. Mein Musterbeispiel immer wieder, ob jetzt Jesus gekreuzigt wurde oder nicht gekreuzigt wurde oder ob es überhaupt an Jesus gegeben hat, es hängt davon ab, was du nachplapperst. Und das konntest du dir nicht raussuchen, deinen Schwamminhalt konntest du dir nicht raussuchen. Ob wenn du in den Spiegel schaust, du einen dunkelhäutigen Menschen siehst oder einen Mitteleuropäer siehst oder einen Asiaten im Spiegelbild siehst, der, der schaut, ist weder ein Afrikaner noch ein Asiate noch ein Europäer. Er schaut sein Programm, seine Vorstellungen an, die mit einem Wissen aufgebaut werden. Du bist ein Computer. Ich öffne dir die Welt in eine vollkommen neue, in die Freiheit. Aber dazu musst du zuerst einmal dein jetziges Computerprogramm, dein Wissen opfern. Das ist immer wieder, wo ich sage, wenn du ein neues Betriebssystem willst, musst du zuerst einmal deinen Chip komplett platt machen, bis auf BIOS. Das Einzige, was wir drauflassen, ist BIOS und dann kannst du ein neues Betriebssystem aufspielen. Und dann bist du in der Lage, komplexere Programme laufen zu lassen. Wenn du mir dein jetziges Leben, deine Logik, deinen Glauben, deinen Schwamminhalt schenkst, bekommst du von mir ein vollkommen neues Leben. Das ist mein Angebot. Der Deal steht noch. Er gilt aber nur für Geist, nur für den, der mich jetzt sprechen hört. Und da hört mich jetzt nur ein allereinziger sprechen. Das bist du. Aber jetzt kommt, die Einheit braucht die Vielheit. Was du aus den Worten für Vorstellungen machst oder wie du darauf reagierst emotional, hängt ab davon, wer du zurzeit zu sein glaubst. Ja, genau. Das ist ganz wichtig. Jetzt springe ich. Ich habe jetzt einen Riesenaufbau gemacht, jetzt springe ich zurück an den Anfang des Gesprächs, habe ich ganz kopf von meinem Faschingsballbeispiel gesagt. Wir denken uns jetzt folgende Situation aus. Faschingsball, du bist einer der Masken der Personen, verkleidet und du triffst auf einen anderen und es beginnt ein Gespräch. Da muss dir klar sein, du kannst, dass du dich nicht mit der Maske unterhältst. Das ist eine Maske, das siehst du ja. Jetzt ist interessant, kannst du dich mit dem Menschen unterhalten, der die Maske trägt? Mit Holofeeling weißt du, dass der Mensch ist,
ist ja nicht einmal eine Person, sondern das ist eine KI. Es ist ein Programm, ein Konstrukt, wäre Interpretationsprogramm. Du unterhältst dich nicht mit der Persona, mit der Maske und nicht mit dem Menschen, auf den die Maske drüber gestippt ist. Du musst die zwei Stufen hindurch, bis du dann zu dem Geist kommst, der mit diesem Filter des Wertesystems seines Intellektes die Maske, alles, was du sagst, filtert und interpretiert. Der hat ganz andere Vorstellungen, wie du im ersten Moment glaubst. Das ist das, was ich als Udo immer wieder demonstriere, dass die einfachsten Sätze bei normalen Menschen, mögen die noch so intellektuell gebildet sein. Darum wiederhole ich ja absichtlich immer wieder dieselben Beispiele. Ich könnte die variieren, was ich auch oft mache. Du bist ja bloß ein dummer Affe. Dass dir die Schizophrenie bewusst wird, dass einer was behauptet, was du im tiefsten Innern glaubst, bloß das ist dumm natürlich nicht. Aber Primat bin ich natürlich. Ich bin ja dieser Körper. Das heißt eigentlich, wenn du sagst, ich bin dieser Körper, du sagst eigentlich, ich bin der Gedanke, den ich jetzt denke. Ich bin die Information, die ich jetzt anschaue. Das bist du nicht, du bist der, der sich's anschaut. Ja. Mir geht es nur darum, dass du das akzeptierst, um das zu akzeptieren. Jetzt ist schon wieder das Akzeptieren. Sag dir im ersten Moment nichts. Pass mal auf, was jetzt passiert. Wir schauen uns bloß das Akzeptieren an. Zauberwörtlich die Vordersprache Ak, Akaf. Das ist in der Regel, wird es übersetzt mit eben jetzt. Übrigens, das Wort eben kann man zeitlich sehen und kann man räumlich sehen. Eben, räumlich gesehen, ist flach, zeitlich gesehen ist es jetzt. Okay? Ja. Jetzt, wenn ich mir das weiß, die Vorsilbe E im Lateinischen heißt ex, dann heißt es eine herausgetretene polare Existenz. Mhm. Sobald ich jetzt einen Wellenberg und einen Wellendall aufrauche, habe ich ja dieses HBH. Ja. Aber das ist plus minus, das arithmetisch gesehen eigentlich gleich Null ist. Da kommen wir dann gleich noch dazu. Mhm. Und darum ist es auf DZD, der Geburtsgeber in der Mitte. Dann heißt es ab, heißt auf Hebräisch aufblühen und das heißt, da weckt etwas aufblüht, das etwas aufgeblühtes aus 1 wird 2, das steckt in den Expansion drin und das wird erweckt. Ja, und das Ganze hast auch nur, und das hebraisiert heißt ein flackerndes Licht. Denke mal an den Bildschirm, das sind nur flackernde Lichter. Ja. Okay, wir waren bei den Akzeptieren. Das nächste ist ZB. ZB. Das ist die Geburt von Wissen blau gelesen. Das ist jetzt übrigens schöpferisch ausgedachte. Dann kriegen wir das nächste. Akzept. Das heißt, es fängt mit dieser Expen, mit der herausgetretenen, taucht in dir etwas auf. Und ganz interessant, dass dieses Auftauchen hast auch auf der Wasseroberfläche schwimmen. Hm. Interessant, ne? Ja. Und das sind jetzt die Tiere, die du dir ausdenkst. Akzeptieren. Das sind die Tiere, die auf deiner Wasseroberfläche schwimmen, weil du doch immer bist. Ja. Und jetzt erinnere dich, was ich sage. Das ist ja diese Gedankenwelt, die wir uns jetzt denken. Plus, minus, ist ja schon komplett was Ausgedachtes. Das heißt, der absolute Mittelpunkt, in dem Moment, wo die Welle auftaucht, wenn du dir was überlegst, eine Welle überlegst, hat die Welle einen über dir die Nulllinie. Das heißt, es taucht so auf. Und dann hast du plus, minus und die Nulllinie ausgedacht. Die absolute Nulllinie ist aber das hier. Und alles, was oben ist, ist gespiegelt unten. Mhm. Jetzt haben wir die vier Phasen vom Einheitskreis. Da bin ich oft drauf eingegangen. Und jetzt müssen wir aber ganz, ganz kurz, um das zu stellen, ist dieses 1 plus 1, das mache ich jetzt ohne, so viel kannst du mitdenken, dass in der klassischen Addition die Spielereien, wo die machen, führen, die werden immer mehr zerdacht. Mathematiker, jetzt ganz bewusst, die bewundert werden mit Nobelpreisen. Gödel, die füllen unterschiedlichen Unendlichkeiten. Man kann was gedacht ist, immer noch mehr zerdenken. Hauptproblem ist, dass das Atom, das eigentlich dieses Wort heißt, das Nicht-Teilbare, es ist eine Todsünde, wenn du da einen Schritt weiter gehst, dann überschreitest du eine Grenze in eine Vielheit, die du nicht mehr beherrschen kannst. Dann wird nämlich aus dem Atom plötzlich ein Proton und ein Elektron und das Proton kriegt dann noch ein Neutron und das Elektron kriegt ein Positron und da kommen die Upquarks, die Downquarks. Dieses Wissen ist nichts, was man entdecken kann. Es ist einfach nur Wissen vom Hörensagen,
das logische Konstrukte darstellt, wie ein Computer. Ich kann alles Mögliche einprogrammieren und zur Darstellung bringen. Darum geht es jetzt wieder, dich zurückzuführen auf ein elementares, ursprüngliches Wissen, das ist Holofeeling. Da ist zwar im Hintergrund in dieser absoluten vereinheitlichten Wissen, ist unendlich viel Wisserei, aber die wird jetzt vollkommen logisch zu einer großen Summa summarum zusammengebunden, und zwar arithmetisch. Und ich zeige dir jetzt das erste Problem, das ist die Sache, wenn ich jetzt 3 plus 3 nehme und immer dran denken, wir denken uns bei der 3, können wir jetzt 3 plus 3 Kügelchen uns denken, ich mache es einmal so mit den Fingern, 3 plus 3, dann legen wir die in einer Reihe aneinander. Das ist die Addition. Wenn ich 3 minus 2 mache, ziehe ich von den 3 Kügelchen 2 weg, weil die Minus sind, bleibt eine Kugel über. Es ist eine Sache, das spielt sich in der Ebene ab. Ich bleibe nur ganz simpel, 3 plus 3 ist 6. Wir können auch 4 plus 5 ist 9 machen. Es spielt sich in der Ebene ab. Wenn ich jetzt, ich mache mal 4 plus 5 ist 9. Wenn ich diese Gleichung hinschreibe, immer dran denken, das ist gleich zeigen, das ist ganz wichtig. Es ist eine Waagschale. 4 plus 5 ist 9. Wenn ich das mal nehme, 3 mal 3, kriege ich auch 9. Wenn ich jetzt die eine, die vor dem Gleichheitszeichen nicht anschaue, habe ich 2 mal 9 dastehen. Es ist aber ein unterschiedliches 9. Das eine 9 ist nämlich so 9 und das andere 9 ist so 9 im 90-Grad-Winkel. Ja. Weil mal heißt, dass das hochgehoben wird. Aber jetzt kommt das nächste Problem, dass jetzt automatisch, weil du Automatikos ist ein Selbst, das vollkommen dumm ist, denk an die Automatik. Autos heißt Selbst, das ist deine KI. Und der Matikos, Dummkopf, du Blödmann, denk an die Mathematik, das gelernte Wissen eines Dummkopfs, ist das blaue Selbst eines Dummkopfes, weil der nämlich jetzt automatisch bei 3 mal 3 an 9 denkt. 3 mal 3 ist erst das hier. Und sofort füllst du das auf, um das auffüllen zu können. Ich muss jetzt ganz kurz den Bildschirm, warte mal ganz kurz. Du wirst gleich merken, wo ich jetzt reinspringe. Ich zeige dir nur ein Bild. Das ist mein. So, jetzt pass auf. Und du landest jetzt sofort. Hier. 3 mal 3. Das sind 3 mal 3. Es steht jetzt halt spitzkant, kannst du ja denken, wenn wir das in die Ecke reinstellen. Ja. Was hier der große Unterschied ist. Das Ganze baut auf diesen Symbolen. Die Zahlen können wir jetzt austauschen. Es geht nur um die Multiplikation als Ding an sich. Mhm. Dass du hier 3 mal 3 hast. Und drum, ich sage immer wieder, wenn du eine Quadratzahl hast, ist der automatische Wurzel. Du brauchst nämlich zu diesen 3 mal 3, sind es zuerst einmal plus 3 und minus 3, brauchst du das Minushälfte dazu. Und jetzt ist, das war jetzt bloß so dargestellt, das ist jetzt genau mein einfaches Beispiel, zuerst einmal von der Spiegelkante. 3 mal 3 mal 3 machen wir dann hier eine Ecke draus. Und zu XYZ, aber das hat nichts mit einer räumlichen Ausdehnung zu tun, sondern das ist ein Symbol, dann kommst du zu die 7 mal 20. Das sind die 7 mal 20 hebräischen Zeichen. Das heißt, Bilder werden umgeformt in Worte. Und da weiß keiner was davon. Die reine Aussage 3 mal 3 ist erst die Ecke. Das führt dich übrigens zu dem Wort Radius. Wenn ich jetzt ins Lateinische Radius gehe, da steckt übrigens so vorne schon das Rad mit drin. Und die Rad ist die Wurzel. Und das, die Radix, die Wurzel für Volumen ist Rollen. Das Rad. Die Radix für Wurzel. Und darum heißt auch hier die Radix dann, zuerst einmal ein Stab und ein Stecken. SD-Ecken. Du kommst aus diesen Ecken nicht raus, unsere Tetraederstruktur. Und die raumzeitlichen Spiegelungen sind die Schöpfungen von Polaritäten. Du brauchst immer wieder einen Unterschied. Das ist der Stab. Es ist, die Wirklichkeit ist komplett anders, wie deine jetzige Naturwissenschaft dir das suggeriert, weil die sich in Sackgassen reingedacht.
Es sind, die Fehler sind so elementar, obwohl alles stimmt, was drin steht, die Vorstellungen stimmen nicht. Ich sage, wenn du hast die Freiheit, was zu verändern, ohne was zu verändern. Das ist dieser Satz, den ich immer wieder wiederhole, sobald irgendeine Information in dir auftaucht. Egal, ob du jetzt das denkst oder ob du das anschaust, auf deiner Verabrede hast. In diesem Moment ist noch keine Qualität da. Das heißt, die rein abstrakten Objekte, die du zu sehen bekommst in Form einer Information, es muss eine Information in dir drin sein, sonst siehst du es nicht. Hat noch keine Qualität. Die Qualität erschaffst du. Du bestimmst, ob es schön ist, ob es hässlich ist, ob es gefährlich ist, ob es giftig ist, ob es heilend ist. Das ist jetzt, das macht dein Programm. Ja. Und mein Beispiel ist immer wieder, wenn du so programmiert werdest, dass Fliegenpilz und Neunblätterpilze absolut köstlich und heilend sind, dann wäre es so, wenn du die isst, jetzt innerhalb deiner Traumwelt aufgrund dieses Programms. Und wenn man dir sagen würde, Steinpilze und Pfifferlinge sind hochgiftig, dann wäre es für dich so, dann würdest du krank werden, wenn du einen Steinpilz isst. Ich glaube, es wäre wirklich. Und wenn du programmiert bist, dass der Avantgarde, die Figur, die Rolle, die du spielst, dass die nicht übers Wasser laufen kann, das ist deine jetzige Programmierung, sinkst du ins Wasser ein. Und ich habe vor 25 Jahren schon gesagt, wenn man dich so programmiert hätte, dass du übers Wasser laufen kannst, so wie du über der Straße, über den Zebrastreifen läufst, dann würdest du übers Wasser laufen können. Oder eventuell gespiegelt auf der, sobald du auf dem Zebrastreifen drauftrittst, würdest du einsinken. Ja. Das könnte ich jetzt übrigens in Hollywood ganz leicht bei DreamWorks, die Programmierer können das komplett programmieren, dass du das siehst, und kann man einen Hollywood-Film draus machen. Ja, genau. Ja. Alles, was du zurzeit an Hollywood-Filmen siehst, diese Realverfilmungen meinetwegen hier vom Dschungelbuch, was computeranimierte Tieren sind. Ich mache immer gerne auch den Aladdin jetzt, das Musical. Mhm. Mit Will Smith. Wo der plötzlich hier einen Schwarzenegger, einen Bodybuilder-Körper hat ohne Ende, sieht vollkommen natürlich aus. Die bildhübsche Prinzessin mit ihrem Tiger, der übrigens noch 10-mal echt ist wie der Tiger bei Life of Pi, war der schon eine Sensation an Echtheit, der ist noch viel echter. Ist aber nicht echt. Ist schon aufgrund der Tatsache nicht echt, dass du eigentlich nur einen Monitor anglotzt. Genau. Das ist das Allererste, darum betone ich immer wieder, du musst dich disziplinieren, dazu nützt dir Wissen überhaupt nichts. Mhm. Dir jeden Moment bewusst zu machen, was jetzt wirklich für eine Information da ist. Mhm. Und du kannst immer nur das beobachten, was jetzt da ist, und das immer nur jetzt. Jetzt machst du natürlich schon mal Zeitfenster. Das heißt, wenn ich dir das zeige, dann ist das keine Zeitung. Sondern das, was du jetzt siehst, ist ein Monitor mit kleinen, winzigen, flackernden Lämpchen. Ja, das ja. Ist praktisch ein Bild im Bild. Das heißt, wenn ich meine schöne Szene mit meinem Gassner das Video laufen lasse, wo er vor einem Monitor sitzt, da sitzt keiner vor einem Monitor, es sind flackernde Lämpchen. Mhm. Das sich jeden Moment bewusst zu machen, was jetzt wirklich da ist, ist es ein reiner Gedanke von mir? Der Holger und der Udo sind jetzt nur Gedanken von dir. Also die, von denen du hundertprozentig mit unbewusstem Denken überzeugt bist, dass die jetzt irgendwo da außen sind, wenn sie noch leben sollten. Und dass dieses Gespräch, das du jetzt belauscht, das sich übrigens nicht abspielt zwischen den Heuk und zwischen den Udo, sondern zwischen dir und mir. ICHJCH. Ich bin nämlich du. Aber da wir beide rot sind, sind wir nicht existierend. Ich bin der Immerseiende Unveränderliche und du bist auch ein Immerseiender Unveränderlicher, der aber seine eigenen oberflächlichen Veränderungen anschaut. Das ist deine Traumfigur. Und du verwechselst dich jetzt mit einem Gedanken von dir. Das ist jetzt sofort der Schnipp, der jetzt, bau mal das Gefühl deines Körpers auf. Das ist übrigens jetzt die ganze Zeit nicht über lange Strecken. Du merkst, ich denke jetzt schon wieder vor Vergangenheit. Das wird jetzt gedacht. Das ist die Maske in dem Fasching-Beispiel. Jetzt hast du an deine Maske gedacht, wenn du an deinen Körper denkst, und was du aus den Worten machst und wie aufmerksam du mir zuhörst, hängt von deiner KI ab. Aber erleben tust du das rote Ich, das bist du. Ja.
Und wenn ich sage, zwischen mir und dir, muss dir klar sein, dass dir, dir, geschlossen im göttlichen Kopf. Ja. Rot gelesen, blau gelesen, die Öffnung einer intellektuellen Berechnung. Das ist, wenn du an dich denkst. Diese Radix hebraisiert bedeutet? Wohnungsinhaber und Mieter. Okay. Wenn du an dich denkst, dann bist du der Mieter in dir selber, eine Figur, die zeitweise in dir wohnt. Auftaucht. Ja. Und dann kriegt man irgendwann einmal ein Gefühl für diese Symbolik, die so unheimlich wichtig ist. Und das gilt jetzt auch für die Symbolik der naturwissenschaftlichen Bilder. Der Chemie H2O. Zwei Wahrnehmungen, die umkreisen. Das ist das Spiel. Das ist Wasser. Da muss ich immer denken, denke ich jetzt an das rote Wasser, an El Hayom, an Geist, an die 200 Gramm rote Gnede. Da kommt die Rotation übrigens her. Mhm. Rot wissen wir, das hebräische Wort für Rot ist dasselbe Wort wie Adam, nur anders ausgesprochen. Es ist nur die, wie spreche ich die Sachen aus, dieses Spiel, müssen wir jetzt nicht drauf eingehen, die reine Konsonante Radix ADM 1440, das sind die 144.000 dann. 1000 steht für unendlich viel, das heißt, es gibt unendlich viel Adam, der eigentlich nur einer ist. Das ist Aleph und Elef. Das Wort unendlich viel, Elef ausgesprochen, und Aleph, dieselbe ist dieselbe Zeichenkette. Und durch dieses Fokalisieren entheiligt man dann die Worte. Panim, Penim. Das ist dasselbe hebräische Wort, nur anders ausgesprochen. Aber das ist jetzt wie die Perspektiven in der Küche. Ja. Es ist dieser Satz in der Johannes-Offenbarung. Die ist extrem tief. Oder auch im ersten Johannes-Evangelium. Am Anfang war das Wort. Das ist, wenn man das richtig übersetzen tut, da ist dieses Selbst, wenn wir das schauen, das bist du selbst. Warte mal schnell, habe ich da einen schönen kleinen Moment. Das ist so Sachen, die kann man sich tausendmal anhören. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Ein doppelt aufgespannter Ort. Mhm. Aber jetzt pass auf, dasselbe war im Anfang. Immer dran denken, über meinen Kopf schauen, Beroshit. Ja. Setz auf Ding, Beroshit. Inmitten dieses Kopfes. Dieser doppelt aufgespannte Ort, wenn ich das jetzt W lesen tue, das ist immer diese Gedankenwelle. Ist in El Hayom. Mhm. Und alle Dinge sind durch dasselbe gemacht. Und ohne dasselbe, dieses dasselbe bist du selbst. Du bist immer dasselbe selbst. Du bist immer 200 Gramm rote Gnede, egal welche Form, welche Gedankenwelle du aufspannst. Ja. Und ohne dasselbe, dieses dasselbe, jetzt können wir uns das natürlich uns anschauen im Griechischen, was da wirklich dasteht, wenn man das richtig übersetzt. Ist nichts gemacht. Ohne einen träumenden Geist gibt es nichts. Gibt es überhaupt nichts. Es gibt keinen Traum ohne einen träumenden Geist. Aber was ist ein träumender Geist, wenn er nicht träumt? Nichts. Interessant, ne? Das ist übrigens Vers 3. Das läuft immer. Absolut, komplett synchron. Egal ob mir Kapitel oder Vers. Sie haben diese Grundsymbolik, bleibt immer gleich. Mhm. In ihm war das Leben. In dem Selbst, im Zentrum. Das Träumen, das ist unser Punkt in der Kamera Obscura, dieser absolute Mittelpunkt, der wie ich dick ist. Ja. Wie ich. Jetzt können wir das dick so schreiben, das wäre jetzt korrekt, der mittelste, der absolute Mittelpunkt. Wir können natürlich dick, wenn wir es hebräisieren, das gibt es auf Hebräisch nicht, aber wenn wir das dann wieder blau lesen, ist es doch ein immer daseinender Geist. Dasein göttlicher Geist, der immer daseinende göttliche Geist. Mhm. In ihm war das Leben, das ist 4, es öffnet sich was. Und das Leben war das Licht des Menschen. Ich betone immer wieder, Leben, das E, wenn wir wegmachen, Elben, hebräisch geschrieben, heißt zum Sohn werden. Sohn steckt die Sonne schon mit drin.
Sun, Sun, denk an die englischen Wörter Sun und Sun, waren gleich ausgesprochen. Ja. Was ist der Unterschied? Das U und das O. Das genau. Eine ist halbseitig und das andere ist vollkommen. Ich könnte jetzt immer wieder auch das U und das O, wenn du das kleine Bild anschaust, ein O könnte ich eigentlich sagen, in Kleinbuchstaben ist U verbunden und oben existierend. Mhm. Das ist ein N, wenn wir das rund zeichnen, ja, ja. Verbunden und oben existierend und dann kriegst du das Kreisen. Ja, ja, stark. Es existiert und verbindet sich wieder, es existiert und verbindet sich wieder. Ich mache das mit jeder Form, mit jedem Zeichen, mit jeder Kleinigkeit hat einen Sinn. Alles, was ist, ist genau so, wie es ist, in Bezug auf das Heilige Ganze richtig. Passen. Mhm. Und das Licht scheint in der Finsternis. Das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat nicht begriffen. Ergriffen. Da können wir jetzt natürlich dieses Finis, das Ende. Ja. Ist übrigens PN. Pin, wenn wir das separieren, kann man ja P draus machen. Mhm. Dann haben wir schon den Stern. Sternis. Wird jetzt zu weit führen, was ich dir noch mal zeigen will, wo ich oft darauf angesprochen habe. Wir haben ja das, es war Duhu Wabuhu und Finsternis. Mhm. Da muss man natürlich ganz diese Finsternis, dieses Wort hast auch Unwissenheit. Wir können immer rot und blau lesen. Das ist die Dunkelheit, die Finsternis, die Verfinsterung, dunkel werden, finster, Unwissenheiten, vorenthalten. Das ist jetzt hebräische Unwissenheit, ist dunkel. Aber da ist natürlich, dass das Wort dunkel alleine für sich selber schon wieder, D-U-N heißt urteilen. Und jetzt kann ich sagen, wie ein Joch geurteilt. Ich kann aber auch das Urteilen, sich selber, die Geöffnung einer aufgespannten Existenz ist wie ein Joch. Mhm. Darum haben wir in den Totalwert, wird es jetzt ganz interessant, haben wir immer zwei Kollektionen oben und unten. Ja. Das Ganze, der Atbasch ist jetzt übrigens der Zebaut. Ja. Der Test Udo, das Deckeltier, De-Eckeltier, Test Udo. Mhm. Das ist, wenn man hier das anschaut, schauen wir mal hier zum Beispiel den UP machen, das ist ja jetzt rein einmal in Bezug auf 86, das ist der Wert von was hier als mit Gott übersetzt wird, wissen wir, heißt Gott das Meer. Das kann man jetzt vielfältig schreiben. Ich habe jetzt die absolute Weisheit, UP, und dann aufgespanntes Wissen als WB, blau gelesen. Doppelt aufgespannt, unser Wort. Okay? Ja. Und da wirst du jetzt merken, auch in der Physik kommst du aus dem System nicht raus. Pi ist die Weisheit Gottes, 86 mal Pi mal 10, mein kleinen Gott ist 2701,26. 26 ist Jahme. Und das ist der Gesamtwert vom ersten Schöpfungsvers. Ja, und der Pyramidenwert ist 92. Immer 27 und 01 ist die minus 1. Das wäre jetzt praktisch das 28. Zeichen, das dann davor steht. Ja, ja. Und der Pyramidenwert ist 92, Udo. Das ist der Deckeltier, genau so ist es. Der verborgene Wert ist AI, das ist der Schöpfergott und das heißt nichts. Ja. Sehr interessant, ne? Das, müsste man, das ist ein System, das muss man extra verstehen. Mhm. Aber da ist, dass ich dir zeige, dass ich erzähle dir, was das da eigentlich im Hintergrund sein werden wie in einem Computerprogramm. Mhm. Und das ist, dass hier das so oberflächlich falsch, verkehrt übersetzt, ich gehe immer wieder drauf ein, fehlerhaft, nicht einmal verkehrt. Einfach nur fehlerhaft. Es fällt so unheimlich viel. Das Wissen in der Physik fällt zu viel und das führt dich immer wieder in noch mehr Wissen, in noch mehr Wissen. Und wie gesagt, Holofeeling, ich vereinfache das. Ich sage, alles, was ich erzähle, kannst du mit dem Intellekt eines jetzt von dir ausgedachten 13-Jährigen mit normaler ländlicher Volksschulbildung kannst du nachvollziehen, weil ich rede von dem, was ist. Du musst nur meine Gedankengänge mitgehen. Aber du wirst jetzt feststellen, dass sobald du das dann anfängst zu installieren, dass dir das immer klarer wird, dass ich von dem rede, was hundertprozentig sicher ist. Und jetzt willst du die Freude, die sich in dir aufbaut, deinen Mitmenschen als Brüssel und der Brüssel mitteilen und dann wirst du abgestraft bis zum Es geht nicht mehr. Und dann wirst du zuerst akzeptieren müssen, dass das einfach nur vergängliche Erscheinungen in deinem Raum sind. Versuche niemals irgendwas Existierendes am Leben zu halten. Das hindert dein eigenes geistliches Wachstum. Und da ja alles jetzt passiert, dass ich immer wieder sage, Zeit spielt keine Rolle, das ist eine einseitige Aussage. Meine Form von Zeit ist Ed und 70-400 hast eine augenblickliche Erscheinung.
Chronologische Zeit spielt eine Rolle. Aber nicht die Zeit, von der ich rede, weil ich rede von dem, was ist jetzt da. Wie lang ist ein Gedanke eigentlich da? Ea ist eine geöffnete Schöpfung. So lange, bis er rot da wird, wieder zu einer geschlossenen Schöpfung wird, dass er wieder in sich zusammenfällt. Ja. Das heißt, diese Zeitfenstervorstellungen, wenn ich immer zum Beispiel, einfaches Beispiel, eine Sekunde, 1000 Jahre, eine Nanosekunde, was hat denn länger gedauert? Die waren gleich lange aufgespannt vorgestellt da. Es ist nur, ich mache aufgrund der Worte in meinem Innern ausgedachte Größenordnungen, die sich in mir selber gar nicht befinden. Ja, genau. Das ist alles Vorstellung. Es ist ein einfaches Beispiel. Jetzt denk an eine Erdkugel, stell dir die vor. Mhm. Und jetzt denk an ein Sandkorn oder an ein Atom. Du denkst immer an ein Kügelchen. Mhm. Jetzt haben wir normal gesprochen. Aber die Erdkugel ist doch viel größer wie der Sandkorn. Ich sage, das denkst du. Genau. Aber der Gedanke als Ding an sich hat überhaupt keine räumliche, zeitliche Ausdehnung. Ja. Er ist zeitlich gesehen jetzt. Jetzt muss ich nur wissen, dass jetzt nicht ein Punkt ist in der Unendlichkeit, sondern der Punkt ist die Unendlichkeit. Mhm. Das ist es. Bei Lichtgeschwindigkeit wird die Zeit ewig. Die Ewigkeit ist der Punkt, in dem sich alles abspielt im ewigen Jetzt. Ja. Und die ausgedachte Zeit wird zum Punkt. Ja. Präzise, sehr präzise. Es ist alles präzise. Und wenn sich mit Lichtgeschwindigkeit was auf dich zubewegt, zum Beispiel das Bild einer Sonne, wenn du die Sonne siehst, dann siehst du die Sonne, die ausgedachte Sonne da außen, genau genommen ist die nur auf deiner symbolischen Farbbrille, weil es ja kein, um dich herum keinen Raum gibt in einem Traum. Der Raum in deinem Traum ist in deinem roten Kopf beroschet. Das ist dein Kopf, jetzt der ausgedachte Kopf. Alles, was du um dich herum ausdenkst, ob du dir jetzt deine Augen vor dich hindenkst, deine Brille, ob du dir jetzt im Computer vor dich denkst oder jetzt, wenn du das Holger-Programm haust, gehen wir mal gedanklich noch weiter nach außen, dann kommt irgendwann einmal so nach 800 Meter das Casino, die Gaststätte Casino und ungefähr einen Kilometer hinter dir ist das Weißenburger Krankenhaus. Das ist, macht jetzt das Holger-Programm. Jetzt macht es mit deinem Programm. Es hängt, was du siehst, aufgrund dieser Worte hängt davon ab, welchen Glauben du hast. Ich sage, was ist jetzt ungefähr einen Kilometer, wenn du dich weiter rausdenkst aus dir, was ist ein Kilometer vor dir und was ist jetzt ungefähr ein Kilometer hinter dir? Und jetzt wirst du Bilder kriegen. Diese Worte, welche Bilder und Vorstellungen du aus diesen Worten machst, hängen davon ab, wer du zu sein glaubst. Ja. Lass es auf dich wirken, was ich dir jetzt gesagt habe. Das heißt, dein blaues Ich, der Mensch, der du zu sein glaubst, macht aus diesen Bildern, die ich jetzt gesprochen habe, komplett andere Bilder in dir, Vorstellungen in dir. Was ist jetzt ungefähr einen Kilometer vor dir? Was ist ein Kilometer hinter dir? Was ist ein paar Meter hinter dir? Der Holger wird sagen, ja, meine Tür. Ich würde sagen, das Bild beroschet mit dem Udo-Programm. Was ist hinter dir? Jetzt, wenn ich das Helene-Programm habe, dann hängt es davon ab, wo sie sitzt. Mama sitzt sie im Stuhl, im Thron vom Toni, dann ist der Kachelofen vor ihr. Mama sitzt sie am Kachelofen, dann sieht es wiederum anders aus, weil sie mal da sitzt und nochmal da sitzt. Aber wo sitzt du eigentlich? Der eigentliche Stuhl, der Thron, jetzt müssen wir in die Johannes-Offenbarung, wo die alle drumherum sitzen. Das ist tiefe Mystik, die ein Computerprogramm beschreiben, wo deine Menschheit und schon gar nicht die Weisen deiner Welt irgendwas wissen, obwohl sie das Wissen hätten, wenn sie ihre heiligen Schriften und ihre Physik- und Chemiebücher richtig lesen würden. Ja. Ich kann es nicht oft genug sagen, du wirst von mir nie hören, wenn du mir ein Buch zeigst, dass das, was da drin steht, nicht stimmt. Die Frage ist, was machst du aus den Worten? Was machst du aus den Formeln? Was machst du aus der kleinen Bezeichnung H2O für eine Vorstellung? Mhm. Es sind logische Konstrukte, aufbauend auf deinen geistlos nachgeäfften, vorgestellten Wissen von Affen, die auch nur nachäffen. Es tut sehr, sehr weh. Machen wir nochmal einen kleinen Sprung. Immer gerade jetzt die Welt da außen an der Welt gibt es nichts zu verbessern. Ich sage, deine Welt ist wie ein theoretischer Führerscheinprüfungsbogen. Und der ist voller Fehler und der wurde ja von irgendjemandem erschaffen, hat ja einen Fehler gemacht, weil da Fehler drin sind. Also man kann durchaus bewusst Fehler machen, wenn ich es bewusst mache. Ich muss bloß wissen, warum mache ich das und
der, der den Führerscheinprüfungsbogen, sage ich einmal, jetzt hier als erster sich ausgedacht hat, der will ja damit was bezwecken. Er will prüfen, ob diejenigen, die da die Prüfung bestehen sollen, ob die sich angeeignet haben, wie man sich hier in einem Straßenverkehr richtig bewegt, dass das zu keinem Chaos kommt. Da kann nicht jeder machen, was er will. Das wird jetzt den Linken nicht so schmecken, wenn ich sage, da geht sie zum Beispiel zuerst einmal rechts vor links. Aber nicht überall, weil das eine einseitige Aussage ist. Es kann dir auch Länder zeigen, wo links vor rechts geht. Großbritannien. Brie. Das Englische. Müssen mal die Engländer waren. Und dann kommen wir wieder in ein Ja oder Nein. Die Schwierigkeit ist Kategorie 1 und 2 Fragen. Solange du Fragen auf Facetten richtest, wirst du nie begreifen, was das heilige Ganze ist. Ganz schlimm die Kategorie 2 Fragen. Ist es richtig oder verkehrt? Ist es gut oder böse? Schön oder hässlich? Ich sage, die Frage beantwortet sich von selber. Schau einfach, was du glaubst. Weil es wird ja für dich immer so sein, wie du glaubst, dass es ist. Ist jetzt der Udo, den du dir ausdenkst, der Gute oder der Böse? Schau einfach, was du glaubst. Die Frage beantwortet sich. Und das wird jeder, der dann dasselbe sagt, im tiefsten Innern, du bist der Richter über alles und jeden. Jetzt solltest du dir zuerst einmal bewusst machen, dass deine Richtersprüche gar nicht deine ureigenste Meinung sind, sondern du hast einen Schwamminhalt, ein Regelsystem bekommen. Ja, ja. Ich, wenn ich mal zurückgehe, wo ich als Udo abgestraft wurde, wenn ich immer wieder sage, was hat eigentlich ein Richter jetzt ausgedachterweise der Bundesrepublik Deutschland, der ehemaligen DDR und des Nazireiches gemeinsam? Sie haben Gesetze, an die sie sich halten, die sie nicht in Frage stellen. Und jeder meint, er macht das Richtige, weil er sich an Gesetze hält. Ihr haltet euch an so viele Gesetze, immer, je nachdem, was du halt in einem Schwamm als richtig ansiehst. Das Einzige, was ihr komplett missachtet, sind die göttlichen Gesetze. Die gehen alle am Arsch vorbei. Allen Christen, allen Katholiken, allen Juden, allen Moslems. Obwohl es doch heißt, diese 10 Gebote Gottes, Gesetze, die ich immer wieder betone, die dir überhaupt nichts vorschreiben. Im Gegenteil, würdest du die halten, führt dich das in eine vollkommen neue Welt, in die Freiheit. Mach dir kein Bild von dir selbst und mach dir kein Bild von irgendwas da drum oder da drunten. Weil das, was du dir jetzt nach oben denkst, ist in dir drin und das, was du dir nach unten denkst, ist auch in dir drin. Egal, wo du dir was hindenkst, das Ganze da draußen, DR, die geöffnete Berechnungen ist außen. Nein, deine Berechnungen sind deine Informationen. Und das DR heißt jetzt hier die Generation und unser Außen beginnt mit AUS, hin mit einem scharfen S geschrieben, was das griechische Beta ist, die Schöpfung einer aufgespannten Polarität und das heißt Beschwörung. Da außen ist das, was du schwörst, was da außen ist. Und jetzt sage ich nochmal mit Nachdruck, für jeden Meinheit, den du schwörst, das heißt alles, was dir als hundertprozentig sicher bewiesen erscheint, ist unterm Strich, das schwöre ich. Obwohl du das nicht einmal überprüfen könntest, wenn du wolltest. Straf dich das Leben so gnadenlos ab. Bis in alle Ewigkeit, bis du anfängst, meine einfachen Gebote zu halten. Das ist das, was ich dir sage. Und sag nicht, dass irgendeiner schuld ist. Der Einzige, der schuld ist an dem, was du denkst, bist du zuerst einmal selber. Und natürlich das Regelsystem, das Programm, das du zum Denken benutzt. Dass du dir nicht raussuchen konntest, selbst dich spreche ich frei. Jetzt kommt der kleine Satz in, ich bin du, wenn sich ein Blinder an einen Stein stößt, kann der nichts dafür. Und jetzt kommen die zwei Seiten von Holofeeling. Es ist das größte, das göttlichste Geschenk, das dir dein momentanes Leben bieten kann. Aber es hat auch eine andere Seite. In dem Moment, wo du dich mit Holofeeling beschäftigst, wirst du ein Sehender. Und wenn sich ein Sehender immer noch an einen Stein stößt, dann hat er nicht aufgepasst und dann soll es richtig bitterböse wehtun, bis er anfängt, ein bisschen aufmerksamer jeden Moment zu beobachten, dass er weiß, wo er hintritt. Ja. Und dann wird er sich nochmal an den Weidezaun festhalten, weil er sehr schnell registriert, dass der Weidezaun nicht dazu da ist und dir keine Sicherheit gibt. Der Weidezaun ist zum Beispiel der Glauben, dass Geld dich am Leben erhält. Ich sage, egal was du magst, du bist nichts Ausgedachtes, du bist schon was Ewiges. Schon möglichst lang am Leben bleiben zu wollen, ist die totale Vergessenheit von dem, was du bist. Stimmt.
Und Demokratie, mein Beispiel, ist eine Falle ohne Ende. Das ist zurzeit eine Welt um dich herum mit der Demokratie. Und es geht nicht, dass du Schuldzuweisungen machst. Alles, was du träumst, ist, weil du es träumst, und es ist genauso, wie du es träumst. Aber du kannst dir das nicht raussuchen als träumender Geist. Der träumende Geist ist auch bloß was Ausgedachtes. Dieses Prinzip musst du verstehen. Und dann wirst du meinen, kannst du variieren. Dass ich immer wieder, wo ist die Elite deiner Welt, wenn ich jetzt, ich greife nochmal ein Thema auf, wo ganz wichtig ist. Zum Beispiel Krankheit in Bezug auf menschliche Säugetiere. Innerhalb deines Konstrukts ist es eine Sache, ich sage immer, ohne Gesundheit gibt's, Krankheit gibt es keine Gesundheit. Die Heiligkeit ist was ganz was anderes. Aber wir bleiben jetzt mal in den ganz normalen Denken. Wie unendlich geistlos bist du eigentlich, wenn du stillschweigend irgendwie weißt und doch nicht weißt, dass in deiner ausgedachten Traumwelt Krankenhäuser letztendlich nichts anderes sind, wie Firmen sind, die erste Prämisse ist, Geld zu verdienen. Das Pharmaunternehmen, die eigentliche Prämisse ist nicht, Krankheiten zu... Das ist das, was man angibt. Das ist einfach nur verlogene Werbung. Wir wollen, dass ihr nicht mehr krank seid, dass es euch gut geht. Nein, Selbsterkenntnis, wir wollen, dass wir möglichst viel Geld verdienen. Dass das, was hier geglaubt wird, wieso das eigentlich entstanden ist in der Traumwelt, das ist ein Fehler in einem Führerscheinprüfungsbogen. Der Sinn ist, Geld zu verdienen, möglichst viel Gott in der Welt zu erschaffen. Ich mache mal einen anderen Vorschlag. Ich drehe das jetzt nur mal rum. Ich denke mir jetzt eine Kleinstadt aus. Geh bitte meinen Gedankengang mit. Ich denke mir eine Kleinstadt aus. Ich sage, ich nenne dir mal Weißenburg. Jede Kleinstadt hat ein Stadtbauamt. Wir haben ein Stadtbauamt, da sind welche angestellt, die man von der Stadt Weißenburg bezahlt, die das wieder über Steuergelder kriegt. Was vollkommen okay ist, das sind die, die zum Beispiel im Winter jetzt den Schnee räumen, die die Parkanlagen machen, am Weihnachten wird dann eine Weihnachtsbeleuchtung aufgehängt. Das sind die Leute, die am Stadtbauamt arbeiten. Die machen unsere Stadt schön. Das zahlt die Stadt Weißenburg und die Bürger müssen da ein bisschen Steuern zahlen. Dafür haben sie eine schöne, saubere Stadt. Okay. Ich mache jetzt mal einen Vorschlag, was das Krankenhaus anbelangt, dass wir das Krankenhaus wie das Stadtbeamt der Stadt Weißenburg eingliedern. Namen sind jetzt austauschbar von den Städten. Das heißt, dass die Ärzte in dem Krankenhaus den Auftrag haben, so wie die im Stadtbeamt die Straßen freiräumen, sauber machen, das schön machen, die Parkanlagen anpflanzen, die Bäume stutzen. Sind die Ärzte dazu da, dafür zu sorgen, dass die Weißenburger Bürger möglichst gesund sind, im normalen Vorstellung des Gesunds, wenn sie Wehwehchen haben, dass man die möglichst schnell abstellt, macht auch die Stadt Weißenburg. Es ideal wäre eigentlich definitiv, dass der Krankenhauschef am Monatsende, wir haben diese plus 2 Betten belegt, das Beste wäre, wenn er sagt, bei uns ist überhaupt keiner krank. Jetzt kommt natürlich, wenn man jetzt wieder wirtschaftlich denkt, sagen wir, dann kann man den Ressort komplett wegstreichen, dann brauchen wir die Ärzte ja nicht mehr. Das sollte man nicht machen, ganz im Gegenteil. Das heißt, das Ziel der Ärzte ist wirklich, dass möglichst wenig Bürger krank sind. Und wenn ihnen das gelingt, kriegen die ihr volles Gehalt, vielleicht sogar ein paar Euro mehr im Monat. Und sie müssen nichts arbeiten, dann können die Ärzte von morgens bis abends Gold spielen. Und das ist die Belohnung dafür, dass sie das schaffen, was sie eigentlich tun sollen. Gute Idee. Es ist jetzt nur gespiegelt. Das können wir übrigens auf jeden Bereich austeilen. Das wäre das System, das jetzt das Ganze richtig stellt, dass das nicht verlogen ist, Versicherungen. Du spuckst mir ins Gesicht, wenn du eine Versicherung hast. Aber hüte dich, ich sage jetzt nicht, du sollst deine Versicherungen lösen. Da habe ich auch so viele Geschichten früher gehabt. Viele dann haben dann aufgehört, ihre Versicherungen zu kündigen und die sind dann richtig auf die Schnauze gefallen. Weil da das Vertrauen eigentlich nicht da war, sondern die haben gesagt, du, da hat er gesagt, ich brauche das nochmal, dann spare ich noch einen Haufen Geld. Das haben sie nicht bedacht dabei. Ja. Ich sage, das muss dir gleichgültig werden. In Selbstgesprächen sind sehr, sehr viele wunderschöne Beispiele, die du sofort nachvollziehen kannst, dass immer im Hintergrund eine kleine Falle ist. Also sei sehr bedacht und darum betone ich immer und immer wieder, du sollst einen Zustand kriegen, dass du momentan an deinem Leben gar nichts verändern willst. Sondern dass du der wirst, der erkennt, dass sich das eh von Augenblick zu Augenblick verändert, von Gedanke zu Gedanke. Und dass derjenige, der du dann bist, nicht mehr werdet.
Du musst das Tierchen gucken, das ich immer wieder betone. Ein wirklicher Tierforscher definiert in keinster Weise die Qualität der Sachen, die er beobachtet. Er will wissen, wie sie funktionieren. Leben, Brutverhalten, Interessen, Fressverhalten. Meine berühmte kleine, süße, unschuldige Gazelle, die ans Wasserloch geht und dann kommt ein großes, hässliches, böses Krokodil und frisst die Gazelle. Das wird ein Tierforscher nicht sagen. Er hat zwei Kreaturen und sieht, wie das interagiert. Der hat auch kein Gefühl, dass das eine schön ist und das andere hässlich oder unschuldig. Die unschuldigen Kinder. Schuld ist immer der, der sich's ausdenkt. Er definiert auch, ob das hässlich ist oder böse ist oder nicht böse ist. Und das kannst du immer spiegeln. Ich sage, dieses Krokodil hat dieses kleine, süße Ding zum Fressen. Kann das für sich eins machen. Das ist Liebe. Die Natur lehrt dich nicht das Gesetz von Fressen und Gefressenwerden, was man dann auf den Kapitalismus, das todbringende Verbrechen, überträgt. Es werden nur die Starken überleben. Einer der, nicht die einzige Falle des Darwinismus, der grundlegend falsch und verlogen ist und eigentlich absolut ganzheitlich gedacht überhaupt nicht stimmt. Weil du schon wieder Vergangenheiten konstruierst. Du bist felsenfest davon überzeugt, dass Gedanken, die du jetzt aufgrund dieser Lehre denkst, zum Beispiel Dinosaurier oder Neandertaler, dass die schon da waren, bevor du sie gedacht hast. Das ist die große, auch die ganzen Science-Fiction-Filme mit den Zeitreisen. Ich sage mal, eine Riesenfalle des nicht verstandenen Einstein, der nicht verstandenen Relativitätstheorie. Aber nicht, dass man das wegmacht, sonst wird es den wundervollen Film Inceptions zum Beispiel überhaupt nicht geben. Interstellar, Entschuldigung, müssen wir Interstellar machen. Wobei die im Prinzip dasselbe, im Hintergrund dieselbe physikalisch, ich nenne es einmal dieselben physikalischen Regeln beinhaltet. Nur anders dargestellt, auf zwei verschiedene Märchengeschichten, Metaphernbasen. Da ist dasselbe mit Zeitdehnung, nur anders dargestellt. Ich könnte jetzt wieder sagen, der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht. Das ist Interstellar und Lügen haben kurze Beine, das ist Inceptions. Ja, genau. Ja. Die Formen ist wichtig, weil sonst könnte ich mir das nicht ausdenken. Darum brauchen wir auch viel Krimis, brauchen wir auch Verbrecher. Wir wollen ja unendlich viel gestaltet und unterhalten werden. Es muss bloß weg. Für den, auf der geistigen Ebene gibt es kein Gut und Böse mehr im klassischen Sinn, sondern bloß noch Bärchen. Und das, was zurzeit in dir abgeht, dieses Gleichschalten von Mann und Frau, das Gleichmachen hier des Geschlechts, ist so unendlich geistlos, es spielt keine Rolle und dann doch wieder eine Rolle, ob du, das ist der, der keine Rolle spielt. Das, was sich um dich herumdreht, sind deine Vorstellungen, ob du jetzt in deinem Traum die Rolle, jetzt kommt die Rolle einer Frau oder die Rolle eines Mannes spielst. Beides ist was Ausgedachtes. Ja. Und das gleich machen zu wollen, das ist schlichtweg und einfach Entheiligung. Ja. Es ist gleich in der Synthese und das ist der, der sich das ausdenkt. Ich sage nochmal, ein ausgedachter Adam ist nicht der Adam. Der ausgedachte Adam, Sieger wie die Gabe, männlich und weiblich, das sind nicht zwei verschiedene Personen, wie die Kirche das darstellt im Paradies. Es ist ein träumender Geist mit seiner Traumwelt. Es ist 200 Gramm rote Gnede, ist der Mann. Und die ständig wechselnde Information ist die Frau. Das ist die Traumwelt selber. Ja. Darum ist ja auch dieses Nekaba, das Loch, wiederum das deutsche Wort Loch, was ja Nekaba weiblich heißt, ja auch Loch. Muss man nicht viel Fantasie haben. Darum heißt es auch ein unterirdischer Gang. Wenn du über den Jordan gehst, gehst du in deine Traumwelt, in deine Frau rein. Ja. In das Loch. Mhm. In die Matrix. Mäder, Matrix, da steckt es drin. Die Matrix selber, was meine ich mit der Matrix? Meine ich diese vorgestellte, illusionäre, ich sage mal, computergenerierte Welt oder meine ich das Programm? Immer an die 16 Seiten denken. Oder mein simples Beispiel mit dem Wort Krebs. Und was denkst du bei dem Wort Krebs? Da sind jetzt ja etliche Sachen da, die du dir denken kannst. Das ist immer dasselbe Wort. Wird zu anderen Vorstellungen. Was denkst du bei dem Wort Udo? Sag ich so oft. Ein Wort beinhaltet unendlich viele Bilder. Und was denkst du bei dem Wort Stadt? Weißt du, wie viele Bilder in dem Wort Stadt drin sind? Schon nochmal, dass du die unheimlich verschiedene Städte ausdenken kannst, die wieder mit ganz anderen Bildern belastet sind? Jetzt kann ich sagen, denk an deine Heimatstadt und jetzt machen wir ein einzelnes Bild auf dem Marktplatz oder das Rathaus. Aber das ist
eine Jetzt-Vorstellung. Wie hat das Rathaus vor 500 Jahren ausgeschaut? Ja. Wir haben die Zeitachse ja auch noch. Das sind sehr, sehr viele Perspektiven. Die sind alle gleichzeitig da. Die waren alle aus demselben Programm, aus demselben Konstruktprogramm heraus generiert. Und jetzt kommen wir wieder in eine Vielwisserei, die wir total vereinfachen können. Es sind einfach nur, es ist ein Konstruktprogramm und unendlich viele Gebäude. Das ist das, was ich immer sage, darum hast du jetzt Videospiele. Eine einzige Datei mit einem ganz kleinen Trick, wir sagen einfach nochmal Fußball. Du kannst das an der DVD, eine Datenmenge, wenn das ein Film wäre, jetzt eine normale Film-DVD, zeitlich passen zwei normale Fußballspiele, ich sag mal rund 3 Stunden, ein bisschen mehr, aber 3 Stunden drauf. Dann hast du 3 Stunden Film aufgesplittet in Einzelbilder, so und so viele Bilder pro Sekunde, die du dann auch immer nur eine Perspektive auf dem Bild, wo du vor- und zurücklaufen lassen kannst, weil die Bilder sind ja gleichzeitig da. Haust du dir jetzt FIFA 2021 rein, das ist ein Videospiel, Fußball, dann kannst du aus derselben Datenmenge unendlich viele Fußballspiele herausgenerieren, wo jedes einzelne Spiel genauso individuell ist, so wie du dir jetzt mit deiner raumzeitlichen Vorstellung vorstellst, dass Fußballspiele sind. Du kannst dieselben Mannschaften zweimal hintereinander spielen lassen. Es wird zweimal hintereinander komplett anderes Spiel sein. Mit derselben Mannschaft. Dasselbe, du kannst hier aus dieser DVD, aus dem Konstruktprogramm, die 100-mal, 1000-mal hintereinander spielen lassen, 1,5 Stunden, 90 Minuten. Und es wird jedes Spiel komplett wie in der Wirklichkeit komplett eigenständig sein. Und alles auf einer DVD. Ich habe das so oft erklärt. Und es geht noch einen Schritt weiter. Wenn du das bloß als Film Einzelbilder abgespeichert hast, hast du, wo halt die Kamera steht, nur diese Perspektive. Auf der DVD sind nicht nur unendlich viele Spiele drauf. Du kannst jeden einzelnen Moment in ein Spiel sogar individuell, rein technisch gesehen kann man das machen, die Kameraposition und den Fokus, wo du dich hinfokussierst, stufenlos, ist auch noch mit drauf auf der DVD. Wie das geht, weiß die Menschheit. Weil das kannst du ja jetzt schon realisieren, so wie man weiß, wie ein Smartphone funktioniert. Aber weiß man es wirklich? Meinst du, dass die Erklärung deiner Physiker stimmt? Es ist eine Erklärung, die logisch erscheint für den, der das gelernt hat, der so programmiert ist. Du musst sehr genau zuhören. Aber ich werde dir zeigen, dass auch diese Erklärungsmodelle genauso falsch, fehlerhaft, wohlgemerkt fehlerhaft sind, so wie wenn dir jetzt ein Theologe erklärt, was das bedeutet, was hier Genesis 1,1 bedeutet. Und dann mache ich jetzt keine Ausnahme, wenn wir in die Juden reingehen. Das führt uns dann zu diesen Internetseiten, dieses Spiel mit der holoarigen Medik, mit der Kabbala. Dass ich immer, ich springe da nochmal ganz kurz rein, Holger. Ja, ja. Das Hebräische, ich mache mal da so Sachen auf, ob wir jetzt den hier nehmen. Den hier nehmen, da gibt es Bibelgematria. Da gibt es so viele verschiedene Seiten. Ich mache jetzt bloß hier, da wollen wir jetzt wild reinspringen, das habe ich schon gesagt. Da kriegst du dann immer dieselben Bilder. Wenn du das jetzt magst, egal, wenn wir, schauen wir mal da. Psalm 9. Das wird jetzt hier aufgesplittet. Das Dreifaltigkeitsdreieck, Grundlänge, Elayum. Du kennst es aus der Holoarithmetik, wenn du studierst. Es ist ein Riesenunterschied im Vergleich zu dem Zeug hier. Der Unterschied besteht darin, dass hier zwar diese arithmetischen Spielereien drin sind, die extrem interessant sind, die dir als Mensch aber nichts nützen. Genau. Und das Ganze immer noch hier letztendlich aufbauen auf Vorstellungen, dass das in der Vergangenheit irgendwer gemacht hat. Das Wesentliche sprechen die gar nicht an, was du selbst bist. Mhm. Schmalschrell. Jahwe Echad. Gott ist nur einer, ein einziger. Und das bist du, zumindest für deine Welt, wenn du ein Buch liest, und du bist ich in dem Moment, wo du vor dem Bücherregal stehst. Das ist sehr, sehr beeindruckend, aber es ist Hirnwichserei wie Arithmetik als Ding an sich. Was soll man da noch? Da gibt es Tausende, wenn ich jetzt auf israelische Seiten gehe, wird es noch viel krasser. Dass der Kosmos, dass man das alles erkennt in Zahlenstrukturen, gematrischer Wert, der Name der Stern, Prinzahl, bla 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 bla.
die gehen nicht davon weg, letztendlich hier ein vollkommen neues Weltbild zu greifen. Das ist, wenn ich immer sage, jetzt hier, Kabbala, es ist doch vollkommen wurscht, ob du sagst, ich bin ein Katholik oder ich bin ein Protestant oder ich bin ein Zionist oder ich bin ein ultraorthodoxer Jude oder ich bin ein Buddhist, dann sage ich wieder welche, das habe ich so oft erklärt. Du hängst in einer Tradition, du bist ein Angeber, muss her, die Tradition ist tödlich. Dann ziehst du dich an, ihr seid uniformiert, egal in deinem Glauben. Die Menschen sind uniformiert, du wirst merken, wenn du mit offenen Augen durch die Welt gehst, diese alten Beispiele, die ich dir vor Augen führe in den Selbstgesprächen, mein arithmetisches mittelbar Messen, Verkaufsmessen. Ja, ja, ja. Ich wiederhole das nochmal für einen, der es das erste Mal hört. Wir denken uns jetzt Folgendes aus, wir denken uns solche Verkaufsmessen aus. Und wir denken uns jetzt einfach mal Messehallen, verschiedene Messen. Wir sagen, wir machen eine Computermesse, wir machen eine Musikermesse, wir machen Esoterikmesse, wir machen eine Sexmesse. Gibt's ja. Das sind Messehallen, da wird was aufgestellt und die wollen was verkaufen. Und du wirst jetzt feststellen, dass die Menschen, die auf diese Messen gehen, die sind uniformiert. Wenn ich jetzt nur einen einzigen mir aus dieser vollen Messehalle raushol, könnte ich jetzt nicht unbedingt sagen, das wäre jetzt zufällig, ob er in der oder der Messe ist. In dem Moment, wo wir im Raumschiff Enterprise Folgendes machen, wir denken uns, die Messe ist gut besucht, und wir denken uns jetzt eine volle Messehalle und wir beamen wie bei Raumschiff Enterprise ein Häufchen von 100 Mann, es reichen 100 Mann. Wir beamen 100 Mann in der Messe, willkürlich 100 Mann aus einer Messehalle heraus und stellen die auf eine große Wiese, das Häufchen. Das machen wir auf der Sexmesse, wir machen das auf der Esoterikmesse, wir machen das auf der Computermesse und jetzt gehe ich auf die Musikermesse und die teile ich noch, wenn wir die Musikermesse in Frankfurt, die größte Musikermesse der Welt, wenn wir die kennen, da gibt es Hallen, da sind jetzt Rock-Pop-Musik, PA, also diese Bühnenlichtanlagen und es gibt hier auch eine Halle, wo klassische Musikinstrumente und klassische Noten verkauft werden. Aus den zwei Hallen hole ich auch noch welche raus und stelle die mit auf unsere große Wiese. Und du wirst feststellen, jetzt, wenn du nur diese Menschenhaufen, die willkürlich aus einer Messe herausgebeamt wurden, wenn du die anschaust, zu sagen, aus welcher Messe die stammen, das ist ungefähr so, wie wenn ich dir jetzt eine Cola, ein Mineralwasser, einen Orangensaft und einen Kaffee hinstelle und ich verbinde dir die Augen und du musst anhand des Geschmacks erkennen, was das für ein Getränk ist. Du sagst komplett, das ist die Esoterikmesse. Sehr interessant. Du sagst da sofort, das ist die Computermesse. Wenn du sehen kannst, das sind Nerds, da ist die große Masse, siehst du, dass das Computer, dass das intellektuelle Computermenschen sind. Die übrigens ganz anders aussehen wie die auf der Sexmesse. Da kriegst du ein Gefühl dafür. Gut, die Esoteriker sind Ekel, aber was dir sofort auffällt, was hier definitiv aus der Halle ist, wo Rockmusik und BR-Anlagen gemacht werden, aus der Halle, die hier in Klassikkonzerten sind. Du musst doch mal nur, wenn du dir Konzerte anschaust und die Kamera schwenkt rein, ob du zum Beispiel ein Jazzkonzert, gut, bei Wacken müssen wir gar nicht reden, Wacken, ein Jazzkonzert, ein Klassikkonzert und ein Schlagerkonzert. Dasselbe in Grün. Lass uns 200 Mann aus einem Konzert rausstatzen und hinstellen und du sagst, die sind in Wacken, die sind bei der Helene Fischer und die sind, wo es wenn schwieriger wird, wird Klassik und Jazz. Das sind meistens intellektuelle, aber selbst das sieht man. Ja, ja. Meinst du, dass es in deiner Welt Zufälle gibt? Es ist ein gigantisches Programm. Und du solltest ein bisschen mehr Respekt und Demut haben von dieser Schöpfung und nicht laufend dran herumkriegen. Ich kritisiere nicht die Menschen, die ich erschaffe. Wenn ich ein Autor bin und einen Roman schreibe, kritisiere ich nicht einen einzigen Charakter, den ich in den Roman reinmache. Und jetzt, wenn du zurückspringst und hörst die 20 Jahre alte Selbstgespräche an, da ist ein Satz, den der Udo sagt, der sagt zum Beispiel, ich werfe den Wolf, der Rotkäppchens Großmutter auffrisst, nicht vor, dass er die auffrisst. Und ich werfe den Hannibal Lecter nicht vor, dass er Menschenfresser ist. Und ich finde, es sind ganz klasse Charaktere. Das machen nur welche, die mit einer Einseitigkeit sympathisieren. Ob das eine politische Einseitigkeit ist, ob das eine religiöse Einseitigkeit ist. Jeder Glaube, jedes Denksystem, das im Widerspruch steht zu Denksystemen, die übrigens aus dem Programm dieses Glaubens aufgeschmissen waren, ja, ist unvollkommen. Ich
versuch dir zu erklären, was das heilige Ganze ist. Und was ist das? Wir selbst. Wir ist aber bloß einer. Schma Israel, Echad Jahwe. Aber dieser eine kann noch nicht träumen, der muss sich das zu einem anderen machen, zu einem anderen Ich machen in Verbindung mit einem blauen Ich. Das ist das, was ich sage. Gott ist ein Computer, in dem alle Betriebssysteme und alle Programme der Welt gleichzeitig da sind, ohne dass er eingeschaltet wird. Und derselbe Computer, sobald er in seinem Arbeitsspeicher ein allereinziges Programm laufen hat, mit einem dieser Betriebssysteme, wird er zu einem roten Ich. Mhm. Und dann sieht er genau das mit den Reaktionen, was das rote Ich mit einer ganz speziellen KI macht. Das ist jetzt eine extreme Vereinfachung von dem, was eigentlich ein vollkommen neues Weltbild beschreibt, dass die wirkliche Grundlage deines Daseins ist und nicht dieser Darwinismus und dieser ganze weltliche oder religiöse Kack, der immer nur auf Chronologie unbewusst jetzt ausgedachter Vergangenheit und möglicher Zukunft, vor der man Angst hat. Etwas konservieren wollen, das ist die Geschichte der barmherzigen Samariterin Sama auf Hebräisch. Eine Filmkonserve ist ein Leben drin, das eigentlich gar nicht lebt, solange du das nicht abspitzt. Das ist ein Scheinleben. Das, was du bis dato geführt hast, ist eine reine Illusion, dieses Leben. Du bist ein träumender Geist. Ja. Und um dich herum ist nichts. Du stehst vor allen Dingen, die du dir ausdenkst, und hüte dich jetzt, diese Erkenntnis in Bezug zu setzen auf den, der du zu sein glaubst. Ganz im Gegenteil, der wird für dich immer unwichtiger werden. Du wirst da nicht leiden, dieses, was denken dann die Leute von mir. Das sind alles Gedanken von dir. Das sind Kisten, wo du dir was reindenkst. In dem Moment, wie oft habe ich erklärt, in dem Moment, wo du ständig einen Schuldigen suchst für irgendetwas, entmachtest du dich. Sag endlich einmal, ich bin schuld. Wer hat es gemacht? Wer ist dafür verantwortlich? Ich. Es wäre doch nicht, wenn ich es nicht denken würde. Und was bin ich? Jetzt sagst du, ein träumender Geist. Und jetzt wird dir bewusst, hey, wenn ich sage, wo ist jetzt der Unterschied, ob ich sage, ich bin jetzt der Affe, der da sitzt, oder ich bin ein träumender Geist. Das ist beides, was ausgedacht ist. Ausgedachte Sachen müssen so sein, wie sie ausgedacht werden. Die Heilung, der Heiligungsprozess muss in dir sich abspielen. Das muss sich in dir, muss das passieren. Dir, die, dir, nicht dir. Ja. Das spielst du ganz alleine, und umso mehr dir das gelingt, dich in dein Stimmig ganzheitlich zu machen, indem du immer wieder mein Beispiel mit den Puzzlestücken dir denkst, welche Einseitigkeit ist da, und ich denke mir das Gegenstück dazu. Ich sehe einen Kreis. Ich weiß aber, da außen sind, außen jetzt symbolisch, sind immer Kegel. KGL wie eine Welle. Wenn ich einen Kreis sehe, muss da auch ein Dreieck sein. Ich sehe halt bloß die Seite zur Zeit. Wenn ich ein Fenster sehe, muss drumherum eine Wand sein. Dann ist da wahrscheinlich ein Zimmer. Ja. Sehe ich das Fenster von innen oder von außen? Du wirst es immer wieder merken. Das sind nur Perspektiven, darum sind die 16 Perspektiven so wichtig. Und jetzt kannst du dann wieder sagen, oh, da komme ich nicht mit, das ist mir viel zu hoch. Das ist das Problem, weil dann immer meinst, andere Sachen sind wichtiger. Es gibt nichts Wichtigeres, das da mal zu erkennen, was man selbst ist. Darum sage ich, ich erkläre dir zuerst einmal, was du selbst bist. Du bist immer. Du bist ohne Anfang und Ende. Wann hast du zum Denken angefangen? An was denkst du, wenn du an dich selbst denkst? Egal, was du jetzt denkst, es bist nicht du. Du bist der, der sich's ausdenkt und seine eigenen Gedanken anschaut. Das sind jetzt die Sätze, wo ich dir garantiere, du wirst, je nachdem, wie alt du jetzt bist, entweder in Altempo das einfach akzeptieren, weil der Zweite so mächtig in dir ist, oder du bist noch jünger, so hast halt nochmal 20, 30 Jahre Zeit. Aber ansonsten wird sich oberflächlich in deinem Leben nichts verändern. Wissen wir ja. Du hast ein komplett eigenständiges Leben. Es ist dein, wenn Menschen träumen, träumt jeder, Adam wohlgemerkt, träumt jeder seinen eigenen Traum. Die Sätze sind tausendmal wertvoller, wie wenn du jetzt einen Sechser im Lotto hättest und würdest 5 Millionen Euro gewinnen.
Das würde ich nämlich so in diese falsche Welt, in die verlogene Welt hineinkatapultieren. Auch das haben wir wieder eine Spiegelung. Oder meine Bianca jetzt mit ihrem Krebs. Das war genau, was ich vor 20 Jahren schon gesagt habe. Wenn du so einen Schicksalsschlag kriegst, wirst du anfangen, dich, das ist ein Geschenk, genau gespiegelt. Das ist keine Strafe. Es ist ein Geschenk, dass du wieder anfängst, dich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Was ist der Sinn des Lebens? Eine reine Zufälligkeit, eine Laune der Natur, unsere Welt erstanden, unsere ganze Zivilisation, rein zufällig aufgrund eines Urknalls. Was sind das für geistlos nachäffende Affen, die dir sowas erzählen? Ich sage jetzt, das sind einfach Gedanken, die du denkst, die nur existieren, wenn du sie denkst. Das gilt sogar für deinen eigenen Körper. Und da hast du die Veränderung, kannst du nicht aufhalten. Kannst du beschwören, dass du von deiner Mutter geboren wurdest? Kannst du beschwören, dass du mal ein Säugling warst? Wie willst du mir das beweisen? Alles, was du mir jetzt bringst, das bin ich gewesen. Ich sage nicht, das ist ein Fetzenpapier mit Farbe drauf, wenn du mir ein Foto zeigst. Findest du nicht, dass du etwas flach und klein bist? Das bin ich. Das ist einfaches Deutsch. Die Sprache ist absolut oberpräzise. Ja. Wenn etwas entsteht, setzt es sich in Bewegung. Da hast du diese Gleichheit von vornherein. Ich könnte jetzt tausende von Beispielen machen, die du hörst, wenn du dir Selbstgespräche hörst. Du kannst dich natürlich zoomen mit irgendwelchen Filmen, die natürlich auch wieder einen Sinn haben, aber erst wenn du die Metaphern, die Metaebene verstehen kannst, die sich zwischen den Bildern abspielt. Dass ich immer wieder sage, ja, da musst du zuerst einmal einen Zustand kriegen, dass du, der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht. Ich weiß nicht, wie viele tausende Mal ich das wiederholt habe und ich sehe in die Köpfe rein meiner Geistesfunken, die große Masse, die das hört, hat es nicht verstanden. Sie glaubt, verstanden zu haben. Ich sage, du stellst dir dann keinen Krug vor, der zum Brunnen geht, außer du schaust dir einen Disney-Film an. Hier, die Schöne und das Biest, da tanzen ja dann die Tassen und so weiter auf dem Tisch. Aber was sieht es, wenn du eine Zeitung machst und du liest was von einem Komet? Oder wenn ich sage, der Papst besucht Paris? Das ist der Krug, der zum Brunnen geht. Fällt jetzt gerade Dalai Lama ein, hier mit einer Bekannten von mir, der ihr Sohn in einem buddhistischen Kloster war. Und dann ist er zu Mutti gekommen und sagt, hier Mutti, wir brauchen Geld, weil der Dalai Lama kommt nach Paris. Und dann mussten dann, ich glaube, 3600 Mönche mussten dann hier, ich weiß nicht, wie viele Stunden, 3 Tage rund um die Uhr, mussten die den Platz reinbeten, weil der große Meister kommt. Ich sage, wenn der das nötig hat, das ist Religion. Und die sind felsenfest davon überzeugt, dass sie den richtigen Glauben und von meinem Buddha lehren, haben die überhaupt nichts verstanden. Solange du raumzeitlich chronologisch denkst, das ist das, was ich sage, und da lassen wir es jetzt gut sein, es gibt in deiner Traumwelt nur eine einzige Weltreligion und das ist dein tiefster, ursprünglichster Glauben, weil du die Quelle bist für das, was du dir ausdenkst. Und das ist Materialismus. Mit Vergangenheit, darum sage ich immer und immer wieder, egal welche Religion du mir religiöse Menschen bringst, Ausnahmen, ganz wenige Ausnahmen bestätigen die Regel. Ob das Moslems sind, egal welche Moslems, ob das Christen sind, egal welche Christen. Sie glauben, Geld erhält sie am Leben. Sie glauben, dass sie sterbliche Säugetiere sind, die in der Vergangenheit geboren werden und in der Zukunft sterben müssen. Das ist das, was ihr glaubt. Auch wenn ihr euch Christ oder Moslems oder wie auch immer nennt. Und das ist das Problem, das lässt dich Geist leiden. Und tschüss. Super. Es also, ist nichts Neues. Es ist, man kann es nur gebetsmühlenhaft wiederholen. Jetzt immer, wenn ich sage, jetzt ist Schluss, das ist das, was ich auch immer sage, wenn du, jeder Mensch, so wie du dir jetzt Menschen ausdenkst, ist in der Lage, prinzipiell Klavier spielen zu lernen. Jeder Mensch kann Klavier spielen. Er kann das lernen, wie du auch Fremdsprachen, jede Sprache lernen kannst. Schwierig wird, wenn du schon mal in einem Schwamm was drin hast, dann wird es heftig. Man lernt auch leichter, wenn man jünger ist. Aber worum es mir jetzt geht, ist, das kann jeder lernen, wenn er will. Es wird aber nicht jeder ein Meister. Das muss in ihm angelegt sein. Das ist nicht Schwamminhalt, sondern im Schwamm selber. Also wenn dir nicht gegeben ist, dass du eine schöne Stimme hast und nicht singen kannst, hast du andere Fähigkeiten. Und wenn man das dann gelernt hat, um etwas besser zu werden, muss man das wiederholen. Du musst immer wieder wiederholen, immer wieder wiederholen. Aber da kommt ein Punkt, dann zeigt sich, ob es in dir angelegt ist, dass du ein Meister warst im Klavierspielen oder nicht. Du wirst über einen gewissen Punkt an Qualität des Spielens nicht hinauskommen, wenn es in dir nicht angelegt ist.
Das ist das, was man zuerst einmal akzeptieren muss. Mit den Grundanlagen, die ich habe, darum ist es zuerst einmal wichtig, was interessiert mich. Und darum sage ich auch, wenn dich Sprachen nicht interessieren und Holophilie nicht interessiert, das musst du nicht lernen. Das hat nichts damit zu tun, der Weg in deine Freiheit. Du musst das wissen, was du bist. Und dann musst du die Schuld auf dich nehmen. Und dann wirst du aufhören, für irgendwelche Einseitigkeiten zu kämpfen. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, egal ob du Corona-Befürworter bist, dass du die Scheiße in deinem Kopf verwirklichst oder ein totaler Gegner, ein Querdenker bist, dass du diese Scheiße verwirklichst. Ich sage dir, die sind beide in einer Sackgasse. Das kannst du erst sagen, wenn du merkst, das ist wie wenn ich einen Kegel anschaue, ist jetzt ein Kreis oder ein Dreieck. Ich sage, da gibt es nur viele Zwischenströmungen. Ist der Henkel rechts oder links? Mein simples Beispiel, die Frage stellt sich nicht. Es stellt sich auch nicht die Frage, was richtig ist. Richtig ist das, was du siehst. Das ist das Spiel hier. Auf die Tasse bezogen, rein auf dem Programm, sind alle Perspektiven gleichzeitig da. In deiner Küche sind alle Bilder, die du aus der Küche generieren kannst, gleichzeitig da. Aber wenn die gleichzeitig sind, siehst du die nicht. Du musst wieder eins herausselektieren, aber dieses eine Ding ist eine Facette aus einer Heiligkeit, die du dabei nicht zerstörst. Wie ich immer sage, du nimmst ja die Worte nicht aus einem Buch heraus, wenn du anfängst zu lesen. Das, wenn du das verstanden hast, nur einen meiner Sätze verstanden hast, einen einzigen, von den ganzen Sätzen, die ich jetzt gesagt habe, beschreibe ich immer dasselbe. Wenn ich ein Buch in der Hand habe, sind alle Worte gleichzeitig da. Alle Seiten, alles gleichzeitig. Was muss ich als erstes machen? Wenn ich zum Lesen anfange, ich muss aufschlagen. Jetzt mache ich aus diesen vielen Seiten erst einmal zwei. Aber dann habe ich immer noch nicht, was drinsteht. Jetzt muss ich eine dieser zwei Seiten und die andere ist im Hintergrund. Ja, ja. Jetzt habe ich eine Seite, jetzt liegt der Unterschied auf der Seite, das sind die vielen Zahlen. Ich kann aber immer noch nicht lesen. Jetzt muss ich eine Zeile fokussieren und dann sind die anderen im Hintergrund. Kollektion, Selektion. Dann fokussiere ich ein Wort an. Dann lese ich aber immer noch nicht. Das ist erst, wenn ich das anfange, dann auszusprechen. Ich kann zwar die Worte auf einer Seite gleichzeitig anschauen mit einer absoluten Unschärfe, ich kann aber bloß ein Wort davon aussprechen. Mhm. Wir können das einfach machen. Schau deine Tastatur aus, du kannst die ganzen Tasten gleichzeitig anschauen. Wenn ich jetzt Schärfe haben will, das habe ich so oft gesagt, das ist so elle. Das, was ich dir jetzt erkläre, ist für dich selber diese Weisheit, das Buch der Weisheit. Wenn du das erkennst, das ist tausendmal wert wie das, was du Gesundheit nennst oder das Geld besitzen, Reichtum besitzen. Es ist ein Nichts, das sind vergängliche Gedanken, wo du nicht am Leben halten kannst. Das ist Weisheit, du kannst dir das da anschauen. Willst du einen dieser Buchstaben hervorheben, musst du den anfokussieren. Und dann kannst du nur sagen, EWTG, kannst noch ein Geräusch draus machen. Das sind verschiedene Ebenen der Wahrnehmungen, aber umso mehr du das jetzt zu einem Ton machst, zu Form machst, bist du in einer totalen Selektion, in einer winzig kleinen Facette, einer unendlich großen Struktur, die du selbst bist, die eigentlich im Mittelpunkt, jetzt müssen wir das austauschen, nichts ist alles. In der Akustik die Oberwellen, es ist ein vollkommen neues Denken, wo alles, ich zitiere immer wieder, wenn du nochmal so das Feynman-Zitat in dem zweiten Buch, du bist ich am Ende, da steckt alles drin, jetzt bewusst in dieser Geschichte von dem Feynman. Wir brauchen ein vollkommen neues Wissen, die Wissenschaft hat sich schon längst wissenschaftlich mit dem Geld war. Es ist nur noch kommerziell, Geld, Geld, es geht nur noch um Geld, in der Medizintechnik, überall, es geht nur um Geld verdienen. Gott, die Wissenschaft hat sich wirklich entgeistigt. Und wir brauchen, wenn es wirklich was Neues, brauchen wir was vollkommen Neues. Und jetzt kommt der Trick. Es muss mit allem übereinstimmen, was wir bisher wissen. Das sind schon Puzzlestückchen, die da sind, diese Wissenselemente, diese Glaubenssysteme. Erinnere dich, wenn ich immer sage, Glaubenssysteme sind wie deine Sinnesorgane. Ja. Augen sehen und hören sind komplett, die können nicht miteinander kommunizieren. In Bezug auf das nächsthöhere System sind es systemrelevante Parameter. Es muss alles, was wir wissen, muss weiter so bleiben, wie es ist, aber es muss auf eine eigenartige Art und Weise darüber hinausgehen, was vollkommen Neues sein.
Das ist Holofeeling. Und die Weltform in Holofeeling ist nicht nur, dass ich ein logisches Konstrukt wie der Makrokosmos aufgebaut ist oder der Mikrokosmos, wo weder das eine noch das andere entdeckt werden kann, unsere DNA, unsere Bazillen. Es sind logische Konstrukte, die dir dann Angst machen, die du bekämpfst, egal was es ist. Funktionier doch. Ich sage, ja, warum? Weil du es glaubst. Du verwirklichst das. Ich wiederhole nochmal, ich bin du Quadrat im ersten Selbstgespräch. Das ist nur schwarz-weiß, ohne groß Hervorhebungen. Es wird immer so sein, wie du glaubst, dass das ist. Und du drehst es auf den Kopf. Du meinst, das, was du glaubst, glaubst du, weil es so ist. Ich wiederhole nochmal, wenn du jetzt zum Beispiel denkst, ich sage, ich nehme einen Stein in die Hand, einen Backstein und schmeiß den in eine normale Fensterscheibe, dann macht das Klirr und ich gehe kaputt. Das ist jetzt das da mal der Gedanke, das logische Konstrukt, weil daraus gibt es Naturgesetze. Das kann ich jetzt verwirklichen, indem ich auf meiner VR-Brille das realisiere. Das sind dann nur sinnlich wahrgenommene Informationen. Ich sage, alles, was du glaubst, dass da außen ist und dass das da außen so funktioniert, wirst du dann auch als sinnlich wahrgenommene Informationen in dir schaffen können. Ich sage, ich glaube das nicht. Es ist nicht so, weil ich das glaube, sagt der normale Mensch, sondern weil das so ist, glaube ich das. Immer dran denken. GLAOB heißt die Beschwörungskunst von Wellen. Wellen, die beschworen werden. GL heißt ja die Welle, Gehirnlichter, die beschworen werden. Schöpfung aufgespannter Polaritäten. Und wenn du mir das nicht glaubst, beweise ich dir das gern und dann nehme ich einen Stein und musst du aber die Fensterscheibe zahlen, die kaputt geht. Und ich lächle dann und ich sage, es ist umgekehrt. Mein Tigerkäfig-Beispiel. Das passiert, weil du glaubst, dass es so ist. Ändere deinen Glauben und du änderst deine Welt. Mhm. Jetzt ist aber das Problem, dass du ja immer schön logisch planen willst. Mein Gefängnis, wo jeder eingesperrt ist, der keine eigene Meinung hat. Die Freiheit, die dir deine Logik gibt, ist die Freiheit, die ein Computer hat, der kein anderes Programm, keine Datenstruktur, kein anderes Betriebssystem aufgrund dieses primitiven Programms, das in dir läuft, akzeptiert, weil die Logik ja sofort erkennt, dass das unlogisch ist. Aber zu spiegeln, dass diese Unlogik, die du diesen neuen Programmen vorwirfst, eigentlich nur die Spiegelung in deiner eigenen Unlogik ist. Und die Geldgeilheit der Menschen um dich herum ist deine Geldgeilheit noch. Das ist jetzt eine Aussage. Es ist dein tiefster innerer Glaube, dass du Geld zum Überleben brauchst, darum brauchen die das alle. Mhm. Du hast nur Spiegelbilder. Aber ja, da haben wir ja natürlich unheimlich viele Facetten. Ja. Du kannst es auch durchaus ausdenken, ohne dass du das glaubst, wenn du die Kehrseite dazu machst. Wenn du Autor bist, der einen Roman schreibt, da kann ich durchaus Mörder und Menschenfresser mir ausdenken, ohne dass ich selber einer bin. Weil ich im bewussten Zustand alles bin, das bedeutet Holofeeling. Und dann tue ich halt einmal vielfältigere Facetten aus mir raus, sondern nicht bloß die, wo meine Logik mir vorschreibt, das ist schön, das will ich haben und das andere will ich nicht haben. Kannst du folgen, was ich meine? Ja, super. Das heißt, wenn zwei das Gleiche, jetzt müssen wir wieder spinnen, dasselbe tun ist es nicht das Gleiche oder das Gleiche tun ist es nicht dasselbe. Das sind auch zwei Seiten, die können wir beide machen. Sein oder nicht sein, das ist hier die Frage. Jetzt ist die Frage, was verstehst du unter dem Wort sein? Lese ich das blau, heißt es existieren oder nicht existieren, das ist hier die Frage. Mhm. Entscheide dich für das Nicht-Existieren. Ja, weil dann bist du ewig und kannst nicht zerstört werden. Wenn für dich das Existieren wichtiger ist, das Tier wiederum, Ex ist Tier, Ex heraustreten, einer intellektuellen Raumzeit oder als intellektuelles, raumzeitliches Tier, das ist, dann bist du ein Existieren. Das ist aber nur eine Rolle, die du spielst auf einer Bühne, die sich in deinem Kopf abspielt, wenn du was Nicht-Existierendes bist, nämlich ein träumender Geist kann nicht existieren. Geist ist rot. Was existiert, sind nur die Gedanken, wenn die aus sich herausschöpft, aus einem eigenen Inneren. Darum sage ich immer wieder, Gott schöpft. Menschen, Trockennasenaffen, erschaffen. Affen, Affinität. Das sind die Programme. Das sind so Kleinigkeiten. Der Schöpfer, Shin, Opfer, Ö und so O mit zwei Bückchen, denk an das Oll. Ja. Der Schöpfer opfert Welt, B-Rand, der polare Rand auf Hebräisch. Von Augenblick zu Augenblick opferst du deinen eigenen Körper für einen neuen Körper. Wie war das nochmal? Die nächsthöhere Ebene ist, dass dein Körper wird deine Traumwelt.
Momentan ist dein Körper etwas, was sich von Säugling bis zum Greis verändert, natürlich immer nur existiert, wenn du an den jeweiligen Körper denkst, hier und jetzt. Ja. Der neue Körper ist jeder Moment, den du denkst, ist deine Information. Und dann ist es wie, wenn du jetzt an deinen Körper denkst, dann ist es wurscht, ob du an das Gehirn denkst oder ob dein Darm, an dein Arschloch denkst, an Darmzoden denkst. Es sind wieder diese Unterschiedlichkeiten. Altes Beispiel vom Udo. Jetzt machen wir da eigentlich Wesen draus, wenn deine Geschmacksbabbeln mit irgendwelchen Darmzoden über Geschmack diskutieren, die werden sich nie einig. Ja. Obwohl es dasselbe Körper ist und alle machen nur ihren Job. Ja, gut. Und du hast da ein Riesenprogramm, dass du Angst hast, am Gehirn was passieren könnte, so wie du dir das ausdenkst, weil du ja dann verrückt wirst oder du nicht mehr sehen kannst, wenn am Gehirn was ist. Aber du machst dir keine Gedanken um dein Arschloch. Ich sage jetzt, wenn dein Gehirn, wenn ich dir das rausnehme, das kriegst du gar nicht mit. Wenn ich aber das Gehirn mit dieser Logik, die du zum Denken benutzt, die dir suggeriert, du bist der Körper, wenn ich das drin lasse, vollkommen gesund, und ich mache das Arschloch zu oder ich lasse es laufen, dann hast du ein Scheißproblem. Das sind extrem tiefe Metaphern, klingt wie ein Witz, in extrem tiefe Weisheiten, wo ich dir sage. Geistig tief. Wie tief ist eigentlich die geistige Tiefe? Die ist nicht räumlich. Die Tiefe von El Ayom ist was ganz was anderes. Es führt dich immer mehr in eine große Einheit, die nichts ist und alles gleichzeitig. Jetzt lassen wir es aber wirklich gut sein. Also ein wunderbarer Querschnitt durch die gesamte Holofeeling-Lehre und für mich mit Abstand das allerbeste Selbstgespräch. Ja, das sage ich immer wieder, dass meine Feddings seit 20 Jahren, von den Feddings oder Donis, diese alten Hasen, höre ich immer, das war das beste Selbstgespräch, das du jemals gemacht hast. Und ich lächle immer und sage, euch nehme ich doch gar nicht für voll. Das ist immer dasselbe. Nein, du erkennst an solchen, wenn du Geist jetzt das genauso empfindest, ja, heute genau. Ist ein Big Man hier ein Lautsprecher, dann fängst du ganz langsam an zu verstehen und zu begreifen, was ich dir mit Holofeeling mitteile. Du lass es einfach geschehen, leb dein Leben weiter. Filter gehen langsam zurück, ne? Richtig, genau das ist es. Die Freiheit, dass jeder Reizauslöser, der in dir auftaucht, dass er mal vollkommen neutral ist und dann ein bewusster Beobachter werden, wie einseitig du den Dingen Qualitäten zusprichst. Und du hast die Freiheit, jetzt kommt die Freiheit, du hast die Freiheit, denselben Reiz, dasselbe Objekt, das Gedanke, der in dir auftaucht, auch anders zu bewerten. Wie du das zur Zeit bewertest, hängt von einem einseitigen Wertesystem ab. Und du verlässt die Gleise dieser Logik nicht. Das ist die Unfreiheit, weil du logisch bleiben willst. Und du hättest die Freiheit, das, was tiefe Trübnis und Trauer in dir auslöst, auch zu belächeln. Und jetzt wirklich das Abschlusswort. Margot ruft mich an und sagt, ihr Mutter ist gestorben. Sie war ja das totale Mama-Kind. Da hat es mir immer erzählt, wie wir jung waren. Meine Mutter und ich, wir waren nicht Mutter und Tochter, wir waren wie die besten Freundinnen. Und dann hat sich natürlich viel verändert, ist ja dann über 90 geworden, dann ist sie bitterböse geworden, dann hat sie sich hier extrem, ist der Margot bewusst geworden, wie sie eigentlich ausgenutzt wurde und dominiert wurde von ihrer Mutter, was sie überhaupt das ganze Leben nicht mitgekriegt hat. Und jetzt ist die Mutter gestorben und ist jetzt da und Udo sagt, Udo, das ist so, ich habe null, ich muss in mich reinschauen und ich habe weder eine Trauer noch irgendeine Freude. Es ist ja total heitere Gelassenheit, was nicht zu verwechseln ist mit Freude. Und ich sage dann immer wieder, es ist wie bei meiner Mutter, ich war jetzt als Udo gesprochen. Ich habe gelächelt, wie ich das erfahren sage, Gott sei Dank, jetzt hat es sich endlich geschafft. Das ist aber normal, weil der Gedanke sowieso nichts empfindet. Das ist bei Holofeeling, wenn das installiert ist, wird es so unendlich leichtes Leben. Dann ist er auch manchmal weg, wenn man was hat, dass er nicht schnell genug sich was auflöst. Das ist alles ein Nicht-Einverstand-Sein. Du kommst in einen Flow der absoluten Akzeptanz. Es ist Akzeptanz. Dir haben wir gerade gehabt, Ack ist eben jetzt nur bloß. Ja. Zapp, zapp, ist Auftauchen auf der Wasseroberfläche schwimmen. Was ist jetzt dann die Akzeptanz? Es ist die Leichtigkeit des Seins, diese Gedanken, den Spiel der Gedankenwellen anzuschauen und sich daran zu erfreuen wie an einem harmonischen Reigen, weil mit Holofeeling werden alle Gedanken extrem harmonisch. Akzeptanz. Das ist jetzt der Schlusswort. Spielen wir noch eine Runde Leben. Bis gleich.